Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Ja, und ich sag einen Hallihallo, einen wunderschönen Sommerabend, einen guten Abend, 20 Uhr und ein paar Sekunden, der 26. Juli 2019 hier im Redesprachportal von Okitalk. Ich hoffe, euch geht's da draußen gut und genießt die schöne, warme Sommerzeit auch mit euren Liebsten, so sag ich. Heute sind wir natürlich wieder live unterwegs, interaktiv. Direkt werde ich die Nummer bekannt geben. Und da heißt es 0043 für Österreich, das Festnetztelefon 720-518-1907. Und wen erreicht ihr heute? Den Hendrik. Den Hendrik mit heute dem Thema Klimawandel aus Sicht des Katastrophismus. Da wird er sicherlich gleich drauf eingehen, wie die Überschrift zu verstehen ist. Ja. Außenchat ist geöffnet und direkt am Anfang möchte ich euch, weil gestern ja Plastic Planet Austria bei uns war, die gute Frau Wittmann war ja da, da geht es um den World Clean Up Day 2019, Müllsammlung weltweit. Und das beginnt hier in Österreich, in Wien, am 21. September ab 10 Uhr bis ca. 13 Uhr an der Donauinsel hier direkt bei Wien, in Wien. Das wollte ich nochmal kurz loswerden, weil ich finde, das ist sehr wichtig. Wir haben gestern über viel, leider Gottes immer diese Nebenwirkungen, wie wir Menschen leben, reden. Und das geht heute sicherlich auch weiter zum Thema Klima. Hendrik ist für den einen oder anderen bekannt. Er hat vor kurzem noch einen ganz tollen Artikel geschrieben. Da kann er gleich nochmal drauf eingehen. Da geht es um unsere DNS, unser DNS-Strang des menschlichen Körpers. Und heute bringt er das Thema Klimawandel aus Sicht des Katastrophismus mit. Alles werde ich nicht lesen, einen kleinen Ansatz werde ich sicherlich anlesen. Klimawandel, was passiert wirklich? Nach vielen Jahren der Lüge und Manipulation wird nun immer mehr Menschen klar, dass die jahrelange CO2-Debatte am Kern der Wahrheit vorbeiführt. Diesen sogar vorsätzlich verschleiert, um den Menschen eine Lüge aufzutischen, die sie verhindern, sich auf der das ablaufende Geschehnisse sinnvoll einzustellen. Aus einem primären Ereignis der Menschheitsgeschichte hat man ein Geschäftsmodell gemacht und zieht die Menschen zu Zwangsmaßnahmen heran, die keine Veränderung bewirken können, außer dass die Menschen ärmer und eingeschränkter in der Nutzung ihrer noch vorhandenen Möglichkeiten werden. Wahrheit macht frei. Der Mensch kann das Klima nicht beeinflussen, nur die Sonne oder kosmische Ereignisse können dies, worüber aber nicht in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Zu immens wären die gesellschaftlichen Auswirkungen, würde man die Wahrheit folgen. Daher habe ich aus mehr als 15 Jahren ganzheitliche Erdsystembeobachtungen die initiative Faktoren zusammengetragen, die einen fundamentalen Blick auf die real ablaufende Ereignisse wiedergeben. Jetzt werde ich das nicht ganz vorlesen. Ich denke, die ein oder anderen haben es eh schon gelesen. Und jetzt begrüße ich mal den Hendrik. Hier im Studio ist der Jenne, der Roman bei uns von CryptoTV und auch der Marc Wahle. Und im Zuhörraum ist der Franz Reutinger, sehe ich schon, und auch der Armin ist bei uns. Und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, nochmal draußen an den Boxen. Ich freue mich, dass ihr heute bei diesem wichtigen Thema dabei seid. Hendrik, sage ich mal, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Hallo zu dir. Ja, guten Abend, Klaus. Guten Abend an die Mitmacher und natürlich an die vielen Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Ja, lieber Hendrik, sag doch mal ein paar kurze Zeilen zu dir, wer du bist, dass man so ein grobes Bild machen kann und einschätzen kann, was du tust, wer du bist, was du machst und warum du der heute bist, der du heute bist. Boah, das ist ein bisschen kompliziert, das kann man nicht so auf die Kürze machen, ich versuch's einmal. Ich bin eigentlich schon von klein auf sogenannter Hyperaktiver gewesen und habe dann gelernt, in meiner Eigenart allein zu sein, allein mein Denken und meinen Lebensweg zu kreieren. Und da sind halt sehr viele Dinge, die mich interessieren,
Angefangen habe ich mit Gesundheit, habe die ganzen Fötus aus dem Regenwald hier 1990 mit meiner Familie nach Deutschland gebracht, unter anderem Stevia, Maca, Unertigato. Wir haben auch Melatonin, DHEA hier eingeführt. Und damit haben wir natürlich auch sehr, sehr schnell, wie soll man sagen, die Konfrontation mit der bestehenden Industrie bekommen, die das gar nicht wollten. Damals habe ich es nicht verstehen können, heute bin ich ein bisschen weiter, heute verstehe ich es. Und deswegen habe ich mich da aus dem Ganzen rausgenommen. Ich habe unwahrscheinlich viel Probleme gehabt, über 300 Prozesse. Ich weiß gar nicht, wie viele Hausdurchsuchungen, Enteignungen. Also da ist nie rechtlich wirklich gut zugegangen. Und am Ende ist man mir rechtlich nicht Herr worden. Und dann hat er mir auf mehr oder weniger unrechtliche Art den Boden unter den Füßen weggezogen. Für mich war es dann der Punkt, wo ich mich geändert habe, wo ich gesagt habe, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr auf diesen ganzen kommerziellen Mist. Mein Herz schlägt für die Wissenschaft, für die Naturwissenschaft. Ich habe dann angefangen als Wissenschaftskonsulter und wissenschaftlicher Berater, vor allem in den Bereichen Quantenphysik, aber natürlich auch die Naturwissenschaften, die klassischen Geologie. Und da bin ich dann immer mehr und mehr auch in die 2012-Bewegung reingekommen, weil ich damals gemerkt habe, irgendwas passiert auf der Erde. Mein Gefühl hat mir das gesagt. Die Informationen, die ich bekommen habe, waren sehr reißerisch. Habe sie dann geprüft und bin dann immer mehr in diese Mechanismen reingekommen, was eigentlich wirklich auf unserem Planeten abläuft. Und da braucht man gar keine so reißerischen Geschichten, denn unsere Mutter Erde ist nicht so, wie alle sie sagen, eine liebevolle, fürsorgliche Mutter. Sie ist eine wilde Furie. Und dass wir das eben nicht so wahrnehmen, liegt halt auf unserer Betrachtungsebene, weil wir nur winzig kleine Momente aus dem Leben wahrnehmen. Ich sag mal so, ein Menschenleben ist für unsere Erde eine Millisekunde. Und was will man da groß machen? Aber es gilt zu verstehen, wo wir drin sind, weil wir ein Teil dieser Erde sind. Und wenn die sich verändert, verändern wir uns auch. Da kam dann auch der Schluss wieder zur Gesundheit. Ja, und jetzt mittlerweile seit 15 Jahren bin ich eigentlich nur noch in diesem Thema Katastrophismus und Natur. Und weil es mich selber interessiert, aber auch weil ich meinen Mitmenschen zeigen möchte, dass es so, wie wir es kennen, nicht mehr weitergeht. Es wird sich jetzt ganz gravierend was verändern. Wir haben jetzt lange übersehen, was da abläuft. Und ja, deswegen bin ich auch heute hier, um mal hier ein bisschen Klarheit reinzubringen, zumindest aus meiner Sicht. Ich möchte auch sagen, es ist meine Wahrheit. Jeder darf sich daraus nehmen, was für ihn stimmig ist. Und wenn es mit ihm nicht vereinbar ist, muss er die Wahrheit nicht nehmen. Ja, das hast du gut gesagt. Und Okitok sagt auch immer, du darfst es glauben, du kannst es glauben, du brauchst es nicht glauben. Recherchieren können wir alle. Unsere Medien sind gänzlich ohne Gewähr. Wir stellen uns aber gerne zur Rede und Antwort kontrovers zu diskutieren. Und jetzt sage ich nochmal auch guten Abend Jenne, guten Abend Roman und guten Abend Marc. Vielleicht ein Hallo von euch. Ja, hallo, einen schönen guten Abend und liebe Grüße aus den Tiefen Ostfrieslands. Hendrik, eine Freude mal wieder heute Abend dir zuzuhören und ja, hallo. Ja, einen schönen lieben Gruß aus dem wunderbaren, optimalen Sommerwetter aus Salzburg. Hallo Klaus, hallo Hendrik, hallo liebe Mumble- und Okidok-Gemeinschaft. Und der Marc ist da, ist am Mikrofon. Ja, ich bin da. Auch dir ein Hallo und guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Hendrik hier hat vielleicht es nicht durchblinzeln lassen, ein großer Unternehmer gewesen im Pharmabereich und dann 18 Veröffentlichungen im Fachbereich. Also ich bin da sehr mal gespannt, was er für Meinung hat. Ja, Hendrik, wir starten noch mal einfach ins Thema Klimawandel aus Sicht des Katastrophismus. Es heißt praktisch, du bist auch ein Forscher für Katastrophen. Ist das richtig? Schön, dass du das so direkt ansprichst. Nein, das ist ein ganz großer Irrtum. Der Katastrophismus ist eine wissenschaftliche Grundausrichtung. Und der Vater dieser Grundausrichtung war der Georges de Cuvier. Der hat 1769 bis 1832 gelebt. Und es geht beim Katastrophismus darum, dass der Katastrophismus die Erde sieht als ein nichtlineares System, ein chaotisches System. Die Aussage dahinter ist, jederzeit kann alles passieren.
Ja, und demgegenüber steht der Aktualismus, der Gradualismus, der von Charles Lyell ausgegeben worden ist. Der ist etwas später geboren wie der Decuvier, 1797 bis 1875. Das war so die Zeit, wo die Geologie das Hauptwissenschaftsfach war, wo sich dann vor allem auch die Physik, die Naturwissenschaften generell weiterentwickelt haben, aber auf Grundlage der Geologie. Und Charles Lyell ist bekannt, ja, sein Ziehsohn war, wie heißt er wieder mit der Evolutionstheorie, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, der Charles Darwin, genau, der hat im Endeffekt den Aktualismus weitergebracht und der Aktualismus sagt, dass Ereignisse, wie sie vor 1000 Jahren stattgefunden haben, sich auch jetzt wiederholen mit den gleichen Energien, dass alle Veränderungen langsam und berechenbar kommen. Es ist eine wissenschaftliche Grunddoktrin, auf der wir uns heute noch die ganzen evaluierten wissenschaftlichen Modelle aufbauen. Und wir haben ja jetzt gesehen, kein einziges Klimamodell hat sich bewahrheitet, das war alles Unbug, weil ein nichtlineares System nun einmal nicht mit linearen Mitteln festzuhalten gibt und zu prognostizieren ist. Man kann höchstens, wenn was passiert ist, Ursachenforschung machen, warum ist es passiert, aber ich kann nicht aus diesem einen Ereignis schlussfolgern, dass wenn es sich wiederholt, beispielsweise ein Vulkanausbruch, dann genau derselbe Ablauf dahinter steht. Ich denke, das wird jedem vernünftigen denkenden Menschen klar sein, dass unsere Natur so nicht funktioniert und trotzdem baut die Wissenschaft ihre gesamte Empirik, das heißt ihre Anerkennung, genau auf dieser Denkweise auf. Und da sieht man, dass man im Endeffekt mit der etablierten Wissenschaft nicht weiterkommt. Und wie gesagt, die Klimamodelle zeigen es nicht, ein einziges ist eingetroffen. Es hat sich ganz anders ergeben, als man proklamiert hat, ne? Und das sollte eigentlich schon Beweis genug sein, nur geht man von dieser Richtung nicht ab und der Katastrophismus, der hat aus meiner Sicht mehr Wahrheitsgehalt, da gibt's dann auch den Dr. Emanuel Velikovsky, der Erde in Aufruhr zum Beispiel geschrieben hat, Einstein hat in diesem Buch ein ganzes Kapitel geschrieben, der macht es nicht umsonst, auch Helbgott, das sind alles Theorien, die damals bereits postuliert worden sind, die auf dem Katastrophismus basieren und die wir heute live beobachten können. Ja, das hast du schon gut erläutert, erklärt. Hendrik, das Bild der Menschen heute, wenn man an Klimawandel denkt, wir haben die Jugendlichen, die große Studentenaufmarsch, CO2, ich sag nur, was ich so wahrnehme. Dann kam ja Al Gore mit seinem Film heraus, CO2, dann die CO2-Lüge, Diesel und das Ganze. Wir müssen unbedingt was für den Klimaschutz tun. Ich weiß nicht, wie dein Bild ist von den Medien her aus. Und wie siehst du denn überhaupt den Klimawandel und vor allem die Medien und die Ernsthaftigkeit, bevor wir dann in dein Team richtig eintauchen? So würde ich doch einfach mal am Anfang das für wichtig halten, weil jeder hat so sein Bild über den Klimawandel. Naja, es gibt nur eine Wahrheit und die muss man sich ja mal vergegenwärtigen. Jetzt sagen wir es mal so, wenn ich heute Machthaber wäre über viele Untergebenen und ich würde wissen, dass Ereignisse auf uns zukommen, die die Welt komplett verwandeln, dann würde ich schauen, dass ich die Leute so lange wie möglich im Ungewissen lasse. Und ich weiß natürlich auch, dass das irgendwann nicht mehr geht, weil die Ereignisse von Klimaverschiebungen, die werden ja immer deutlich sichtbar. Ich, wenn man anschaue, was da im Mittelmeerraum abläuft, am Balkan abläuft, diese Hagelunwetter, die sind biblischer Natur, das sehen die Menschen und die leiden auch unter den Folgen, ja. Also braucht man dafür eine Erklärung und diese Erklärung ist CO2. Dass das geistiger Dünnschiss ist, muss ich ganz ehrlich so sagen und ganz unverblümt, kann eigentlich jeder Mensch selber ausrechnen, wenn er sich einmal überlegt, dass unsere Atmosphäre aus 78% Stickstoff besteht, 21% Sauerstoff und 1% sind im Endeffekt Edelgase. Ja, und nur 0,03738% entfallen auf CO2. Und von diesen 0,038% produziert die Natur alleine schon 96%. Das bedeutet, aus
dieser minimalen Zahl hat der Mensch einen Anteil von 4%. Und wenn wir über Verantwortlichkeit, über diesen Anteil reden, sind wir Deutschen die Letzten und wir Europäer, die sich darüber Gedanken machen müssten. Da müssten die Chinesen und die Amerikaner kommen, ja, dass die ihren Ausstoß abbauen. Aber an dem liegt es nicht. Denn wenn ich mir jetzt anschaue, allein am Nordpol sind jetzt 100.000 Hektar Torfbrand entstanden, ja, in Alaska. Was da CO2 rausgegangen ist, da können die Menschen in den Großstädten jahrelang fahren, ohne dass sie diese Mengen an CO2 in die Umwelt rausschleusen. Und vor allem das, was da unten passiert ist, ist wirklich eine globale Katastrophe, weil natürlich auch die weiteren Permafrostböden durch die Erwärmung des Bodens jetzt aufgetaut werden und dazu auch noch Methan geht. Die Methangase werden gar nicht erwähnt bei der CO2-Debatte, das möchte ich auch mal anführen. Und da sieht man, was das für ein Blödsinn ist. Denn Methan ist 7 bis 10 Mal klimaeffizienter und Methan zerstört auch unsere Ozonschicht, weil es dort die Hydroxylradikale reduziert, die das Ozon wieder zur Rekombination braucht. Ja, da wird überhaupt nicht drüber geredet und da gibt es auch keine Messungen, was aus den Meeresböden rauskommt, aus den Permafrostböden. Und wenn ich solche Zahlen einfach ignoriere und gar nicht in meine Betrachtungen mit reinnehme, dann ist dieses ganze Fake-Theater mit dem CO2 im Endeffekt nur dazu gedacht, die Menschen abzulenken, einen Schuldigen zu finden, den ich zur Kasse bitten kann. Und das ist ihnen gelungen und die kleinen Gretas, und die hat aus meiner Sicht gar nicht die Kompetenz und das Recht mitzureden. Das Mädchen ist 16 Jahre und die verbreitet hier Nachrichten, die sie ungeprüft, ja, anderen Menschen erzählt und sie auffordert und beschuldigt. Im Grunde ist das eine Frechheit, was da abläuft. Und ich verstehe nicht, dass die Menschen sich diesen ganzen Schmarrn überhaupt antun. Ja, diesen ganzen Schmarrn. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Worte hier vom Marc, auch vom Roman und vom Jenne. Ich sehe auch, der Armin ist bei uns und auch der Frank Reutinger, den haben wir mal zu uns geholt. Wie ist denn euer Bild vom Klimawandel? Wie seht ihr denn das Thema? Mal ganz neutral kurz eine Beschreibung nach eurer Ansicht. Und ich sehe, der Germane Armin ist schon da. Armin, bitte, dein Wort. Hallo, schönen Abend miteinander. Also diese ganze Klimahysterie ist in meinen Augen kompletter Nonsens. Schon von Anbeginn, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, mit den Zusammensetzungen der Atmosphäre, Hendrik hat es vorhin ja sehr genau erklärt, dann ist der normale Menschenverstand, sagt einem dann, dass das überhaupt gar nicht sein kann. Gerade heute habe ich eine Information gehört beim Kai Orak, da haben sie jetzt wieder ein Schiff in die Arktis geschickt. Da wollten sie jetzt hier den Klimawandel dokumentieren und sie haben mit mehr Schmelzwasser gerechnet, mussten dann auf Höhe Spitzbergen umdrehen, weil das Eis so dick war und das waren Eisbrecher mit was weiß ich wie viel 1000 PS, ein mega teures Forschungsschiff, und die, wie gesagt, die mussten umdrehen, weil das Eis einfach zu dick ist. Und allein die Satellitendaten, wenn sie das einfach nur mal betrachten würden, dann wird man natürlich sehen, dass das alles totaler Quatsch ist, geistiger Dünnschiss, wie du vorhin so schön gesagt hast. Und natürlich ist hier eine Agenda dahinter und das erkennt man bei diesen ganzen Berichten. Es geht ums Geld, cui bono, wem nützt es? Und das ist meine Meinung. Ja, danke dir, Armin. Gehen wir mal weiter direkt. Mal gucken, ob auch der Franz Reutinger da ist. Franz, bist du denn da? Franz Reutinger, Mikrofon. Ja, da ist er, Franz. Wie siehst du das Klima für dich? Und du bist ja auch geprägt durch die Medien. Kannst du das teilen oder hast du eine andere Meinung dazu? Ja, grüß euch alle. Grüß dich, Klaus. Grüß dich, Hendrik. Interessantes Thema. Ja, die gleiche Meinung wie hier. Auch Hendrik sagte es ganz klar, wenn man sich damit beschäftigt. Wenn man innerhalb des Mainstreams ist, wo ich hier im Hausruckviertel in der Waldecke wohne, wo ich geboren bin, mit Bauern und mit diesem traditionellen Denken, 98% glauben das, was die Medien hinausposaunen. Und das ist einfach so. Also Hypnose pur, genauso wie ich in den 70er hypnotisiert war. Und erst Ende 80 ein bisschen aufwachte. Und das ganze Thema Klima ist ja nicht jetzt erst entstanden, Al Gore und so weiter,
sondern es ist ja tatsächlich der Zusammenhang militärischer, industrieller Komplex, der ja schon Jahrzehnte oder ein Jahrhundert oder noch mehr zusammenarbeitet in der Agenda. Sind ja die Vorläufer. Ich bin Klimatechniker seit 1970er Jahren. Klimatechnik heißt einfach, in Räumen das Klima herzustellen, um es verträglicher für Menschen zu machen. Also man muss heizen und kühlen. Ich war ein Spezialist für die Kühlseite in erster Linie. Das heißt also, Räume zu kühlen, Eishallen zu kühlen, Krankenhäuser zu kühlen. Und für solche Maschinen benötigt man, oder für solche Systeme benötigt man Wärmepumpen. In den Wärmepumpen war FCKW in den 70er Jahren drinnen. DuPont hatte dort seine große, große Chemiefirma, hatte dort die ganzen Patente auf diesen Kältemittelbereich. Ja, was ist passiert? Ende der 80er, beginnend Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er Jahre schon, DuPont hat für diese FCKWs ein auslaufendes Patent. Und Ende der 80er Jahre war die FCKW-Hysterie da, was um 100 Mal klimarelevanter ist als CO2. Und dann hat man hier schon in der Industrie, ich speziell in diesen Bereichen, wo ich gearbeitet habe, wurde von oben diktiert, FCKW-Verbot und Alternativmittel zu nehmen und neue Kältemittel zu nehmen, was DuPont und Industrie entwickelt hat, zu vierfachen Preisen seinerzeit. Das heißt also, dass die gesamte Wirtschaftsdenke, Wirtschaftskammern und der gesamte Moloch, der die Meinung von oben her bildet, wurde in diesen Kreisen, in diesen Hauptkreisen schon entwickelt. Und dann wurde CO2-Wärmepumpen eingeführt und das ganze also dieses Thema ist schon sehr, sehr alt und es sind alle Industriellen, die sich mit Klima beschäftigt haben, seit dieser Zeit infiziert und haben die Agenda durchgezogen, nur weil es für Mainstream noch nicht so relevant, aber jetzt sind wir also in der Zeit, dass CO2 das gefährlichste Erhitzungsmittel ist, also Kältemittel im Erdkreislauf, und alle tanzen, müssen nach dieser Zeit tanzen, um ihr Geld zu optimieren, genauso wie seinerzeit DuPont die auslaufenden Patente hatte oder die Chemieindustrie und dann die Kältemittel Umsätze vervierfacht, verzehnfacht hat. Es geht rein nur ums Geld. Danke dir, Franz Reutinger. Dann fragen wir ganz kurz nochmal Jenne, um Roman und Marc, wie ist euer Bild? Und dann gehen wir Hendrik für seinen also leichten Vortrag, den er gleich uns mitteilt, das Wort auch. Und ja, dann rufe ich doch jetzt mal den Jenne. Jenne. Ja, also so, wenn man das so sieht, also die reden ja vom CO2 und verdrängen ja so, wo es in Wirklichkeit drum geht. Es geht ja um diesen Feinstaub, die Katalysatoren, die Nanopartikel, alles was so klein ist, was wir jetzt ja in Mengen denn einatmen können. Also Janne, ganz kurz. Wie siehst du das Klima, die Medien, und darum geht es, ist es für dich wahrhaftig, was wir in den Medien hören, oder bist du da nicht konform mit von den Inhalten her? Ich sag Klimalüge, ja, nein, das wollten wir ganz kurz nur wissen. Ja, genau. Also im Prinzip ist das alles eine Lüge, aber es geht darum, die CO2, die das denn verdrängt, worum es wirklich geht. Also in Wirklichkeit geht es um den Feinstaub. Und das wird dadurch verdrängt. Und ja, das hole ich dann gleich gerne weiter aus im Zwischentalk. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber danke dir. Also du denkst auch, dass das nicht richtig ist, was in den Medien so gesagt wird. Habe ich das richtig verstanden? Ja, verdreht halt, ne? Um das, worum es wirklich geht, halt zu vertuschen.
Okay, bisher haben wir auf jeden Fall bisher Stimmen für eine Lüge. Ich bin ganz gespannt, wo es hingeht weiter. Ich selber bin auch auf der Seite, so sage ich. Ich sehe da auch sehr, sehr viele Diskrepanzen der Wahrheit, sage ich, weil das ist einfach sichtbar, wie auch lobbyistisch eine Gesellschaft geformt wird. Roman rufe ich jetzt mal, Roman von Krypto TV. Auch dir einen guten Abend nochmal. Und wie siehst du denn die Medien und dieses Bild des Klimawandels? Ja, die Medien sind ja fundamental, die öffentlichen, privaten Medienplattformen, ja, dass diese Verdrehungen, nennen wir mal human, in die Welt gesetzt werden. Es ist schlimm, wie dieser gute alte Umweltschutz und deren Aktivisten jetzt zu seiner Klimaschwindel verkommen sind, ja, dass man sich nicht mehr wirklich um die Wurzeln kümmert. Und die Medien, die leisten da ihren beträchtlichen und größten Anteil. Ein Beispiel zum Beispiel. Wir hören ja jetzt immer wieder in den Medien, ja, diese übermäßigen über 40 Grad Horrormeldungen, ja, so viel 43 Grad, 41 Grad, der Jahrhundertsommer, bla bla bla, ja. Ich habe mir das mal noch ganz genau angeschaut, ja. Und wenn ich mal da die statistischen durchschnittlichen Temperaturen bei mir in Salzburg anschaue, dann komme ich drauf, dass der heutige, diesjährige Sommer optimal ist. Der ist nicht zu heiß, der ist nicht zu kalt, der ist in optimalen Werten. Alleinig in den Juni haben wir vielleicht dreimal so an die 33 Grad durchschnittlich gehabt. Das Monat Juli ist ja schon fast zu Ende. Der Rest betrug sich durchschnittlich auf die 25 bis 27 Grad. Das vorige Monat war mal spurkühler, ist ja logisch. Von diesen 41 Grad nicht einmal annähern, nicht einmal eine Übertemperatur haben wir in Salzburg. Und da kann ich sehr wohl auch auf regionale andere Städte dann schließen, ja, wie München, auch sogar bis nach Wien hochgehen, ja. Weil wenn ich dann da die Meldungen höre, ja, da hat es 41, 43 Grad gegeben und man auch da nachschaut, dann hat das eine einzige Station ausgeworfen von der Stadt, wo es aber Dutzende andere Messstationen gibt, die auch wiedergeben, dass der Sommer optimal ist, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Nur die eine Station posaunt da so einen blöden Wert draus, wo man dann einmal nachdenken könnte, steht diese Sonde, diese Messstation vielleicht an einem ungeeigneten Messplatz? Will man das? Wie lange gibt's diese Messstation? Möchte ich dann auch gern wissen, unter den aber Dutzenden anderen, die optimale Sommerwetter uns deklarieren wollen, ja? So sind die Medien natürlich knapp drauf und dran, diese gutwilligen Aktivisten umzupolen, ja. So kümmern wir uns eben nimmer um Ölverschmutzungen, Feinstaub, wie es derjenige gesagt hat, etc., etc., ja. Da hätte ich vielleicht noch später vielleicht eine Frage dann anfügen, wenn du dann irgendwann Zeit hast, vielleicht kannst du es dann beantworten. Ich habe schon mal ganz gründlich nachgeforscht, dass dieses CO2 optimal für ein Pflanzenwachstum ist. Ich habe die Studien gesehen, wie in den Gewächshäusern da die Pflanzen gerade so sprießen und kraftvoll sind, ja. Was ich aber noch gehört habe, dass das CO2 sogar ein bisschen mithelfen soll, das Klima abzukühlen. Da habe ich bis jetzt immer nur die Meldung gehört, noch keine Zeit gehabt, mich da genauer nachzuforschen, weil ich ja doch als Medientreiber viele andere Themen auch nachforschen muss. Da würde mich deine Meinung dazu interessieren. Und vielleicht zum Abschluss, wenn die Leute sagen, aber so eine Hitze habe ich noch nie gespürt an mir selber, die halte ich nicht aus, dann möchte ich vielleicht auch noch die Menschen erwähnen, ja, bist du in letzter Zeit, in den letzten Jahren weniger an der Sonne wie früher? Und warum? Mal abgesehen davon, die Gedanken, dass der Zoos war, schließ mal aus. Musst du nicht in letzter Zeit viel mehr arbeiten? Bist du nicht viel mehr in den Büros? Machst Überstunden dann noch in der Halle, in der anderen Fabrik, dass du deinen Lohn leisten kannst? Hast du nicht eigentlich Sonnenmangel und vertragst das deswegen nicht? Genauso wie diese allergischen Reaktionen kann man da auch so deuten, oder? Danke dir, Roman, für dein Statement. Und dann ist noch der Marc da. Marc? Ja, also die Klimalüge oder Klimaschwindel habe ich jetzt mittlerweile schon vernommen. Wie will der Politiker, der seinen Schürfgrund des Wahlganges darin sieht, der Allgemeinheit Wohlfahrt zukommen zu lassen, wie kann das funktionieren? Entweder über Angst und Verknappung oder über Liebe und Wohlfahrt. Liebe und Wohlfahrt ist ja schon mal ein treuer Wunsch. Es gibt ja Wettermänner.
Das ist Magiekampf, Leute. Die können aber nicht Millionen von Menschen im Fernsehen sagen, ja, der Magiekampf ist in Europa, das ist der Krieg gegen den Terror. Die Hitzewellen, die schicken sie aus der Sahara. Das kann man aber nicht der Öffentlichkeit sagen. Bist du pro oder contra jetzt für Klimalüge? Ja, nein. Mal kurze Unterbrechung, Entschuldigung. Ja, also dem Parteibuch Rat der Öffentlich-Rechtlichen nur in Deutschland sind es die Apparatschik der Politiker. Also die müssen sagen, das ist die Klimalüge und das ist CO2. Aber was sollen sie sonst sagen? Was sagst du? Ich sage, das sind magische Wetterkämpfe. Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Ich sehe die Klimalüge auf jeden Fall teils, weil das Klima, dass sich das verändert, sage ich aufgrund obwohl das alles herkommt, kann ich nicht sagen, bin ja kein Experte. Jedoch gibt es Hagelkörner, die runterkommen, Stürme und so weiter. Aber da wird uns jetzt, denke ich, der Hendrik was sagen, der Frank will noch was sagen, aber dann gehen wir den Hendrik den Vortrag mal, denn das sollte sein. Ich wollte nur kurz vorher diese Runde so ein bisschen für die Zuhörer bekannt geben, haben wir Pro und Contra drin und vielleicht gibt es ja einen Anrufer, der uns anruft auf Contra. Und würden uns sehr drüber freuen. Franz Reutinger noch mal kurz und dann geht das Mikrofon zum Hendrik rüber. Ja, danke, ganz kurz. Ich schließe mich Roman an. Ich war in den 90er, Ende der 90er Jahre und Anfang 2000 Jahre des Öfteren in der Normandie aus beruflichen Gründen. Wie wir dort vom Flughafen irgendwelche Orte besucht haben und Anlagen, sind die Kühe im verdorrten Gras Hektar- und Quadratkilometerweise gestanden. Ich habe nur so geschaut, wie gibt es das, dass das Gras verdorrt über Tausende von Hektar und die Kühe stehen im Heu. Das heißt also, die Medien pushen diese Übertemperatur hoch und es ist schon immer in Frankreich heißer gewesen als bei uns. Punkt. Danke dir, lieber Franz Reutinger. Ja, Hendrik, du hörst unsere Runde und ja, ich bin jetzt gespannt, wie die Sendung sich aufbaut. Hendrik, jetzt dein Vortrag, so kurz Einleitung, hast du ja was gesagt, hast du was vorbereitet und schön, dass du jetzt da bist. Ja, war jetzt sehr interessant, einmal die Meinungen zu hören. Sie spiegeln auch so ein bisschen das, was ich so von außen her kenne. Ich habe vor allem bemerkt das Thema Klima und Wetter. Da wird immer sehr viel verwechselt. Ich möchte mal jetzt zum einen ganz kurz auf die Heute-Sendung ansprechen vom 4.7. diesen Monats, wo der Klaus Kleber selbst gesagt hat, und da hat er endlich einmal die Wahrheit gesagt, dass die Ereignisse auf der Erde aus dem Ruder laufen. Ja, er hat dann in einem ganz kurzen, in einem Atemzug erzählt, ja, die Sonne und die Winde und was weiß ich, hat alles dafür verantwortlich gemacht. Am Ende der Sendung ist es wieder rausgegangen, dass es nur durch Vermeidung von CO2 geht, um hier noch was machen zu können. Das zeigt so die klassische Doktrin. Die Menschen haben Angst vor dieser Veränderung. Diese Angst wird gefördert und man sagt ihnen, man macht ihnen die Hoffnung, dass sie mit bestimmten Mechanismen, mit bestimmten Handlungsweisen keine Angst haben müssen, weil man damit etwas regulieren kann, wozu der Mensch keine Macht hat. Der Mensch ist viel zu klein, um am Klima irgendetwas zu machen. Dazu muss man mal das Wort Klima definieren. Was ist Klima eigentlich? Klima ist im Grunde ein Sammelbegriff für das Wärme- und Kältemanagement der Erde und es ist ein Sammelbegriff für die Verteilung der Feuchtigkeit und der Hitze, ja, und der Trockenheit. Also diese vier Komponenten, die bezeichnen wir als Klima. Und wir müssen uns fragen, wo kommt es im Grunde her? Denn wir haben ja kein Klima, was sich jetzt einfach hier mal lokal, heute mal mit Sonnenschein und morgen mit Regen und dann kommt vielleicht wieder ein bisschen Schnee und Hagel. Das passiert nicht. Wir haben also durchaus über eine lange Zeit jetzt geordnete Verhältnisse in diesem Ablauf gehabt. Die Abläufe sind so geordnet gewesen, dass wir industriellen Ackerbau betreiben konnten. Man hat gewusst, im März setze ich meinen Saat und im Herbst hole ich sie ein und dann habe ich alles geerntet. Und das kann man ganz deutlich sehen. Das ist die letzten 3 Jahre jetzt nicht mehr so. Die Ernten werden immer schlechter und
Allein in Indien sind 70% ausgefallen, in Amerika sind 70% ausgefallen durch die Unwetterextreme. Die konnten gar nichts aussehen dieses Jahr, weil alles unter Wasser standen ist. Auch am Balkan, in Osteuropa, in Sibirien, in Russland, da haben wir überall dieselben Bilder, dass wir brutale Ernteeinbrüche haben, auch in China, ja. Hat alles weggeschwemmt im Endeffekt. Ich frage mich, wo wir die nächsten Jahre was zum Essen herkriegen, denn wenn man so die internationalen Agrarseiten anschaut, die Rückversicherer, die kommen gar nicht mehr nach mit Zahlen für die Ernteausfälle. Da wird's aber alles nur kommerzialisiert. In Wirklichkeit ist es so, dass es hier Verschiebungen in diesem Management gibt. Und jetzt muss man sich fragen, wo kommen diese Verschiebungen her? Hat der Mensch die Macht, solche Verschiebungen überhaupt anzuschieben und zu bewirken? Und da muss ich sagen, nein. Die einzige Macht, die wir haben, und da bleibe ich jetzt einmal, nur bei unserer Sonne. Unsere Sonne mit den Sonnenwinden, die uns mit Elektronen und Protonen hauptsächlich versorgen. Diese Partikel, die sorgen dafür, wenn es dann in unsere Atmosphäre kommen, sich dann von Farnalengürtel bis runter in unsere Troposphäre, bis auf die Oberfläche abschwächen, dass sie dann im Grunde Valenzbindungen ermöglichen, die zum einen unsere Elemente im Periodensystem darstellen können, aber zum anderen auch die Wetter, wie soll man sagen, die Wetterinitiatoren beeinflussen können. Und wir haben 2012 die Debatte immer gesagt, die Sonne wird extrem stark und das wird unser Untergang. Es ist tatsächlich so, dass 2012 was ganz Gravierendes passiert ist, aber nicht das, was wir gedacht haben. Die Sonne ist nicht stärker geworden, sondern, und da bin ich immer wieder überrascht, wie wenig Menschen das im Grunde wissen, unsere Sonne hat dramatisch an Energie verloren. Das heißt, wir haben die Energie bei der Sonne wird über die Sonnenflecken beurteilt. Das sehen wir übrigens auch an den Wärmeverläufen. Haben wir hohe Sonnenfleckenzahlen, steigt auch die Temperatur auf der Erde. Und das sind entgegengesetzte Entwicklungen zum CO2, wo es also ganz unterschiedliche Entwicklungen gibt. Eine stabile und äquivalente Entwicklung findet mit den Sonnenflecken, also der Aktivität der Sonne und der Temperatur auf der Erde statt. So, und was jetzt eingetreten ist, 2012 hatten wir das schwächste Maximum in der Weltraumgeschichte. So ein schwaches Maximum hatten wir noch nie. Es hat angefangen 2006. Da haben wir Rekordzahlen geschrieben an sonnenfleckenfreien Tagen. Das bedeutet, wenn diese Energie von der Sonne fehlt, macht sich das auf unsere Erde bemerkbar. Zum Beispiel, es wird in Gigawatt gemessen, was die Irradiance der Sonne in unser Erdsystem reinpumpt, also an reiner Energie, die die Mechanismen der Erde aufrechterhält. Und was die klimatischen Dinge betrifft, da haben wir vor allem die Jetstreams. Das sind Sturmbänder in der Stratosphäre. Wir haben hier einen am Polarkreis, am 60. Kreis, das ist der polare Jet. Wir haben einen am subtropischen Kreis, der ist um 30 Grad, das ist der subpolare Jet. Und das haben wir sowohl auf der nördlichen wie auch auf der südlichen Halbkugel. Und da treten momentan ganz heftige Phänomene auf, die unter anderem auch erklären, warum an der Antarktis alles schmilzt und die Arktis an Eis zulegt. Ja, weil diese Jetstreams folgende Aufgabe haben. Der Jetstream sorgt für Fall- und Druckwinde. Das heißt, er schiebt das untere Wettergeschehen an. Ja? Und er sorgt dafür, dass Kälte und Wärme separiert werden. Es sind normalerweise durchgehende Starksturmbänder. Durch das, dass wir aber jetzt so eine massive Sonnenschwäche seit 2006 haben und unser Erdsystem immer weniger Energie bekommt, hat sich im Norden oben der Jetstream nahezu aufgelöst. Da haben wir heute kein Sturmband mehr. Das Sturmband ist total zerflettert. Da gibt es nur noch einzelne Fragmente, die sich energetisch aufladen und somit dann in den unteren Bereichen für chaotische Wetterbedingungen sorgen. Wie wir es jetzt zum Beispiel auch gehabt haben im Juni, wo wir Hitzerekorde verzeichnet haben teilweise, die schon auch ihre Berechtigung hatten. Und im Juli haben wir dann auf einmal Kälterekorde verzeichnet, weil dieser Jetstream nicht nur die unteren Winde und das Wetter anschiebt, sondern der hat noch eine ganz wichtige Aufgabe. Es gibt an den Polen
wo die Magnetfeldlinien einlaufen, den sogenannten polaren Vortex. Das ist ein Wirbel, der im Grunde um diese Feldlinien sich gebildet hat, die sich jetzt immer schneller wegbewegen. Damit bewegt sich auch der Wirbel weg. Ein anderer Stabilitätsfaktor für diesen polaren Jet ist der Jetstream, der Polare, der ihn an seinem Ort, nämlich an den Polen, hält, wo er aus der Atmosphäre kalte Luft runterzieht und damit dafür sorgt, dass wir an den Polen dauerhaft Eis haben und auch dauerhaft Schneefall haben, dass das Eis dort also nicht schmilzt. Was passiert also jetzt, wenn so eine Jetstream-Störung vorliegt? Der polare Vortex bricht aus. Er bricht aus im Westen, in die USA zum Beispiel, wo er dann Wetterextreme hervorbringt, denn das ursprüngliche Wetter dort ist warm und dann kommen die extremen Kälteschübe aus den polaren Regionen auf einmal dazu und das führt natürlich dann in der Atmosphäre zu heftigen Entladungen und Interaktionen. Und auch auf unserer, auf der östlichen Seite, da ist es nicht ganz so schlimm. Aber es zeigt auch hier Auswirkungen, wenn ich hier nur in Österreich schaue, was wir dieses Jahr für einen Winter hatten. Wir haben also dreimal Extremschnee gehabt. Nachdem dieser Extremschnee dann gefallen ist, fast 1,5 Meter sind da gefallen, kam dann die Sonne und hat wieder alles weggeschmelzt, das Zeug war weg und dann kam der nächste Schneegestöber wieder. Das hat sich hier dreimal so fortgesetzt und ich weiß, auch in Deutschland hat es solche Aberrationen des Öfteren gegeben. Also mit anderen Worten, das Kältemanagement und das Wärmemanagement gerät aus den Fugen durch das, dass der Jetstream und der polare Vortex mit der Polwanderung immer instabiler werden. Und das sind einmal Grundstabilitätsfaktoren für unser Klima. Im Süden ist es genau andersrum. Da ist der Jetstream doppelt so dick angeschwollen und der hält natürlich dann auch den polaren Jet, obwohl der mit den Feldlinien ausbrechen will, die sich bewegen. Aber der wird noch relativ stabil dort in der Polgegend behalten. Warum? In der Arktis natürlich sehr, sehr viele Eisberge wieder Zuwächse bekommen und die Eisrate sich da dort also erhöht. Der Grund, warum diese Vortex-Störung entsteht, ist die Energieschwäche der Sonne. Normalerweise haben wir im Mittel zwischen 40 bis 60 Gigawatt, ja, die dauerhaft auf die Erde kommen. Und mit dieser Energie werden diese Systeme, diese Starksturmbänder, die ja zwischen 300 bis 500 Kilometer, 10 bis 15 Kilometer über unseren Köpfen toben, die werden damit angetrieben. Natürlich sind da noch andere Faktoren wie die Corioliskräfte, die Erdrotation mit am Spiel. Aber in der Regel ist es die Energie, die kommt. Und man kann das sehr schön vergleichen. Wir haben jetzt seit einigen Jahren schon im Mittel um die 20 Gigawatt, ab und zu mal ein bisschen höher, 30, aber das sind dann nur so temporäre Energieschübe, die wir kriegen. Im Mittel liegen wir jetzt so bei 20, 25 Gigawatt. Das ist die Hälfte der Energie, die unsere Erde im Endeffekt für die Aufrechterhaltung ihrer natürlichen Zyklen braucht. Man kann das, glaube ich, sehr schön darstellen in einem Haushalt, ja, der von seinem Stromhersteller auf einmal nur noch die Hälfte seines Stroms bekommt. Die Geräte funktionieren dann natürlich noch, ja. Aber es kann natürlich passieren, wenn die Mama kocht und der Junior, der hockt vor seiner Playstation und der Papa will sich duschen und der Durchlauferhitzer geht an, dass dann einen kurzen gibt, weil einfach nicht genügend Energie da ist. Ja. Und so entsteht in dem allgemeinen Lebensalltag immer mehr und mehr Chaos. Und das ist überall zu bemerken und auch, dass das Chaos sich potenziert. Deswegen kann ich also nicht sagen, dass der Klimawandel generell ein Fake ist, aber er ist nur ein kleiner Teil einer Wahrheit, denn es ist noch lange nicht aufs Klima beschränkt. Wir haben hier noch ganz andere Faktoren, die von der Sonne ausgehen und die sich jetzt ebenfalls sehr schön beobachten lassen. Dazu muss man wissen, dass die Sonne in erster Linie Elektronen und Protonen bringt. Die funktioniert wie ein elektrodynamischer Motor. Und da gibt es einen Potentialaustausch vom Erdkern, der Erdoberfläche und unserer Atmosphäre mit diesen Elektronen und Protonen. Und ich denke, es ist vollkommen selbsterklärend, wenn Elektronenströme, wie wir es jetzt auch die letzten 3 Jahre immer wieder messen, die um 3 bis 4 Potenzen einbrechen. Das heißt, da kommt nur noch 1/1000 bis 1/10000 der Elektronen bei uns an, die für diese Austauschreaktionen zur Verfügung stehen. Dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das
primäre, fundamentale Veränderungen hervorbringen. Und zwar nicht nur im Wettergeschehen, sondern auch in der Erde. Die Sachen, die in der Erde passieren, die haben mit dem Erdkern zu tun, weil der in einem direkten Potentialaustausch steht. Und wenn hier der Elektronenfluss sich vermindert, dann bremst sich der Erdkern etwas ab. Und diese Abbremsung, ja, die bewirkt dann, dass auf den oberen, dünnen Platten, die da oben schwimmen, ja, ein unwahrscheinlicher Druck entsteht. Und das passiert jetzt nicht erst seit heute, sondern die Dinge, die passieren schon seit 1973. Da hat es ein Ereignis gegeben, wo die Erdbebenquote um 400% zugenommen hat. Auf die komme ich aber gleich noch. Denn auch unsere Sonne wird von außen angetriggert. Die Sonne, die entscheidet sich nicht von selber. Naja, jetzt mache ich ein Mittagsschläfchen oder, sondern die ist ja auch nur ein Teil in einem Ursache-Wirkverlauf, ja. Und da gibt es eben jetzt unter anderem die Frau Professor Valentina Sacharowa, die sich mit diesem Phänomen beschäftigt hat und nachgeguckt hat, was passiert denn da auf der Sonne. Sie hat dann die Magnetfelder dort nochmal vermessen, ist auch Spezialistin für Plasmaphysik und hat einen Zyklus, ähnlich wie die Mayas das gemacht haben, daraus ableiten können, einen Algorithmus aufstellen können und hat unter anderem einen Zyklus für diese sogenannten Grand Minimums aufgestellt. So ein Grand Minimum hatten wir das letzte Mal 1648, die kleine Eiszeit. Da hatten wir gar keine Sonnenflecken mehr. Und da sind wir dann in eine kleine Eiszeit reingegangen, die 1890 dann beendet war. Und jetzt sind wir wieder in einem Zyklus drin, der fängt 2020 bis 2050 an, dass wir in eine kleine Eiszeit rein. Und was wir jetzt gerade erleben an diesen chaotischen Zuständen, das sind zum größten Teil, sage ich jetzt einmal, die Übergangsphasen, wo wir von einer Erhitzung, wo wir von einer temporären, wie soll man mal sagen, Aufbegehren durch die Veränderung letztendlich in die Eiszeit gehen. Die Eiszeit wird dann wieder stabil sein. Wie intensiv die sein wird, kann man jetzt nicht sagen, denn da greift die Wissenschaft nicht. Wir können nicht davon ausgehen, dass diese kleine Eiszeit so sein wird wie das Morder-Minimum. Da waren ganz andere Voraussetzungen damals. Diese Voraussetzungen haben sich heute geändert. Und diese Veränderungen sind unter anderem postuliert worden schon 1993 von dem russischen Wissenschaftler der Akademie der Wissenschaften in Sibirien, von dem Dr. Alexei Dimitrev. Der hat nachgewiesen, dass wir in eine kosmische Plasmawolke reingehen. Und das hat bereits vor vielen Jahren angefangen, dass wir an den Rand gekommen sind. Er führt die Erdbebenerhöhung 1973 darauf zurück, dass wir in diesem Jahr bereits in die Randbereiche dieser kosmischen Wolke gekommen sind, die dann zu unwahrscheinlichen Spannungen geführt sind. Denn diese Wolke hat ein eigenes Magnetfeld von 500 Picotesla. Das ist gewaltig. Und diese Magnetfelder, die interagieren natürlich mit unserer Sonne, aber auch mit unserer Erde sowie mit allen anderen Planeten unseres Sonnensystems. Und die Veränderungen auch auf den Planeten, die sind signifikant, die sind ganz deutlich erkennbar. Ja, wir haben beispielsweise seit 1940, was die Sonne betrifft, hat sie die stärksten Aktivas gehabt, ja, wie die letzten 1150 Jahre zuvor. Man hat beim Merkur unerwartete Entdeckungen vom Polareis gemacht, die zu einem vollkommen überraschenden Ergebnis der Stärke des Magnetfelds geführt haben von einem angeblich toten Planeten. Die Venus hat 2500-prozentigen Anstieg in der Polarlichthelligkeit. Ja. Das sind Veränderungen, die sich in 30 Jahren ergeben haben. Das ist gigantisch. Die geophysikalischen Veränderungen auf der Erde, die offenkundig, die sind natürlich nicht für jeden offenkundig, ja, wie die Erdbeben und Vulkanausbrüche, die auch in ihrer Rate immer höher werden. Von 18 Supervulkanen sind 15 aktiv und es erwachen immer wieder neue, wie jetzt der Koso-Vulkan, den man eigentlich schon abgeschrieben hat in Südkalifornien, wo sich jetzt gerade ein Riss auf die San Andreas-Spalte zubewegt durch diese tektonische Katastrophe, die da unten gerade abläuft. Seit dem 4. Juli bebt da unten und die Serienbeben hören nicht auf. Die ganzen Verwerfungen reißen auf. Die Oberfläche hat sich komplett verändert und das wirkt sich mittlerweile auch auf die ganze Erde aus. Ja. Aber wir sehen es auch am Mars, wo man
globale Stürme beobachten können, die immer häufiger auftreten und auch einen Helligkeitsanstieg. Ne, gerade letztes Jahr haben wir das miterlebt, da war ein globaler Sturm und der Mars war in einem knalligen Rot, wie man noch nie gesehen hat. Ne. Beim Saturn bauen sich jetzt die Ringe ab, weil die Masse am Planeten stärker geworden ist. Die Anziehung der Partikel, die Ringe bilden auf dem Planeten, führen dazu, dass in den nächsten, was weiß ich, 100 bis 1000 Jahren keine Ringe mehr dort sein werden. Das kann man nicht so beurteilen. Am Jupiter ergeben sich große Veränderungen an dem roten Fleck, der bisher immer stabil war. Sogar Galileo Galilei hat den schon gesehen. Ja. Der Neptun, der hat ebenfalls 40-prozentige Zunahme der atmosphärischen Helligkeit. Ne. Und bei Pluto haben wir sogar, der am weitesten weg ist von uns, einen 300-prozentigen Anstieg des Atmosphärendrucks. Das muss ich ja mal vorstellen. Das sind alles Dinge, die passieren jetzt gerade in unserem Sonnensystem. Und auf all den Planeten fahren keine Menschen rum, die CO2 abstinken, ja, und die da oben die Umwelt zerstören. Das passiert aus sich selber raus. Auf der Erde haben wir Menschen, ja, die hirnloses Geoengineering betreiben und in das Chaos, was wir jetzt haben, dann noch mit ihrem Blödsinn reingehen. Am allermeisten seien einmal die Chinesen benannt. Die haben ja 2015 sich entschieden, ihre Wüsten zu bewässern und haben am Hochplateau von Nepal sogenannte Silberjodid-Generatoren aufgebaut. Und ich führe diese extremen Überschwemmungen, die jetzt in China vorherrschen, darauf zurück, zu den geimpften Wolken. Die haben jetzt schon ein paar hundert von den Generatoren aufgebaut. Und die Folge ist, dass nicht ihre Wüsten bewässert worden sind, sondern ihre Küstenstädte jetzt unter Wasser stehen. Einerseits haben wir hier den natürlichen Mechanismus, andererseits aber dann auch das menschliche Eingreifen. Und das halte ich für sehr gefährlich, dass wir hier auch das Aufheizen der Ionosphäre mit haben. Ja. Wir wissen gar nichts über die Ionosphäre und schießen damit hochfrequenten Strahlen rein. Da kommen unsere ganzen Frequenzen runter, die wir nutzen fürs Fernsehen, fürs Telefonieren, aber auch die bioaktiven Frequenzen entstehen dort. Veränderungen da oben können Veränderungen in allen biologischen Systemen auf der Erde hervorbringen. Und trotzdem wird dieses Programm schon seit über 30 Jahren durchgezogen. Da ist ein wahrer Wettkampf entstanden. Heute gibt es schon mobile Hubstationen, die man auf den Meeren rumfahrt. Das sind alles so Dinge, wo man sagen kann, da vermischt sich das Natürliche mit dem, was im Grunde in der Natur abläuft. Und das macht es natürlich für einen Menschen sehr, sehr schwer, hier noch Zuordnungen zu machen. Und ich glaube, man hat schon gesehen, an der Fülle, ja, ich rede hier von Vulkanen, ich rede hier von Erdbeben, ich rede hier von tektonischen Bewegungen, ich rede hier auch von Klimaverschiebungen, alles hängt miteinander irgendwo zusammen, weil unser Planet ein lebendiges System ist. Und die Menschen sind gut beraten, wenn sie den Schmarrn gar nicht mehr anhören, sich selber mal hinsetzen, sich mit der Sonne beschäftigen, mit der Partikelstrahlung, mit den Sonnenwinden beschäftigen, was die genau bewirken. Denn den Artikel, den ich geschrieben habe über unsere DNA, dass wir jetzt transiente Strukturen auf einmal erkennen können, das liegt natürlich daran, dass die entstehen, wenn großer Veränderungsbedarf da ist. Und der große Veränderungsbedarf ist immer nur dann da, wenn es große Anpassungen an Veränderungen gibt, die sich jetzt nicht kurzfristig ergeben haben. Die Sonnenschwäche, die ist jetzt seit über 13 Jahren in Kraft. Wir haben die letzten 13 Jahre so viel sonnenfleckenfreie Tage gehabt, wo die Sonne also keine Energie produziert hat, keine koronalen Masseauswürfe zur Erde gebracht hat, was vor allem die Protonen ganz drastisch reduziert hat. Und das hat natürlich hier auch noch ganz gewaltige Folgen, beispielsweise in den Sinkholes kann man das beobachten, die 2010 das erste Mal in extremen Rahmen entstanden sind, die von so gut wie noch keinem wirklich verstanden sind. Aber diese Sinkholes, das sind Löcher, die entstehen weltweit. Ja, das sind vielleicht 2, 3, die vor 2010 entstanden sind. Mittlerweile entstehen Hunderte bis Tausende jeden Tag als Wirkung einer immer mehr und mehr instabil werdenden Oberfläche. Da spielen natürlich auch Erosionen mit rein, die Starkregen und alles. Aber im Grunde ist es dieser Potenzialaustausch mit der Sonne, der zu Spannungen auf der Erd-
Oberfläche führt, wo sich dann Haarnadelrisse bilden. Und wenn dann natürlich sehr viel Wasser fällt, dann spült es das Ganze aus und dann entstehen Löcher, die man im Grunde nicht mehr stopfen kann, die alles mit reinziehen und diese Löcher wachsen. Ja, auch wir in Deutschland haben schon Sinkholes gehabt. Ganz offenkundig sind sie in Amerika, in Russland, da überall auf der Welt treten die im Grunde auf. Gibt es auch sehr schöne Videos, die kann man sich mal anschauen, um sich einmal ein Urteil zu machen. Und die können auch sehr heimtückisch sein. Ich habe da schon Videos gesehen, wo Leute aus dem Bus aussteigen und auf einmal sind sie verschwunden, weil unter ihnen ein Loch aufgeht. Die sind einfach weg. Ja, da können ganze Areale zusammenbrechen. Und das sind schon ganz klassische Zeichen dafür, dass sich auf unserer Erde nicht nur ein Klimawandel vollzieht. Wir haben einen ganz massiven Erdwandel und als Katastrophist bin ich natürlich auch einer, der an Kataklysmen glaubt. Nicht nur glaubt, sondern die sind ja auch wissenschaftlich fundiert nachgewiesen. Ganz vorne dran steht Dr. Emanuel Velikovsky, die geologische Gutachten gemacht haben, die ganz obskure Sachen wie Findlinge gezeigt haben, also riesige Gesteinsbrocken, die in Gegenden Tausenden von Kilometern weggefunden worden sind, wo sie eigentlich hergekommen sind. Ja. Und das zeugt davon, dass hier auf der Erde kurzfristig immer wieder mal so gewaltige Energien auftreten, die hier einen kompletten Exitus mit sich bringen. Und dieser Exitus, der ist unter anderem auch vom Mitrijew postuliert worden, weil der natürlich gesagt hat, wenn wir in diese Plasmawolke reingehen, und da sind wir seit 30 Jahren jetzt schon unterwegs da rein, wir sind also jetzt nicht mehr am Rand, sondern wir sind schon in den Randbereichen, wo es jetzt deutlich Wirkung zeigt. Und man sieht es, unsere Magnetfelder laufen immer schneller. Wir haben am Anfang des Jahres mussten die Referenzmodelle für die Magneten neu eingestellt werden, weil sonst kein GPS mehr funktioniert hätte. Ja. Also der Polsprung ist bereits voll am Laufen. Ja, und der hat schon vor vielen hundert Jahren angefangen. Wir sind jetzt in der finalen Phase. Was da genau passiert, Prognosen kann man nicht machen. Ja, weil auch wenn wir wüssten, wie der letzte abgelaufen ist, wir können die Erlebnisse nicht auf diesen übertragen, weil damals gab es die kosmische Wolke noch gar nicht, die eine ganz spezielle Wirkung hat. Und was die Sonne noch betrifft, da möchte ich jetzt auch noch einmal ein bisschen auf diese Hitzephänomene eingehen, die man doch deutlich spüren kann. Ich bin selber ein Sonnenanbeter, ich liebe die Sonne, ich kann mich da stundenlang rauslegen. Aber die Sonne, die jetzt runterkommt, vertrage ich nicht mehr. Da bin ich maximal nach einer halben Stunde, die laugt mich aus. Und ich habe das Gefühl, ich war im Solarium oder in der Mikrowelle. Und das kommt daher, weil sich die Strahlung verändert hat. Die Sonnenstrahlung hat sich verändert, weil durch die Sonnenschwäche ein Effekt auf der Sonne entstanden ist, die sogenannten Coronal Holes. Das sind Übergangseffekte in Minimaphasen, weil auf der Sonne bildet sich kein Dipol, die können auch mehrere Magnetfelder ausbilden. Und wenn gleichpolige Magnetfelder gegenüberstehen, dann gibt es eine Abstoßwirkung. Und diese Abstoßwirkung erzeugt auf der Sonne Canyons, wo aus der Photosphäre, also aus der Oberfläche der Sonne, die Partikelstrahlung direkt auf die Erde geschossen wird. Im jetzigen Stand, normalerweise ist bei einem Minima diese Coronal-Hole-Bildung an den Polen. Wenn da die Winde abgehen, jucken die uns im Grunde recht wenig. Da kommt wenig mit dem Sonnenwind auf die Erde. Aber da hat sich eine Anomalie entwickelt, nämlich, dass sich diese Coronal-Holes nun äquatorial ausgebildet haben. Und mit diesen äquatorialen Coronal-Holes treffen uns mittlerweile jede Woche mindestens ein bis zweimal die Partikelstrahlung des Sonnenhintergrunds. Und das sind sogenannte X-Rays. Da geht es um Strahlungen im kurzwelligen UV-Bereich bis in Gamma-Bereich rein. Also wir reden hier von ionisierender Strahlung, die sich immer mehr und mehr in unsere Atmosphäre mischt und natürlich auch damit die Sonnenstrahlung sehr viel aggressiver macht. Man kann das auch messen. In der Stratosphäre, wo der Luftverkehr ist, hat die Strahlenbelastung um über 18% zugenommen. Das waren jetzt noch Zahlen aus 2015. Die NASA veröffentlicht mittlerweile keine Zahlen mehr. Die aktuellen habe ich gar nicht. 2017, 2018 hat man ausgelassen. Und ein weiterer Effekt ist natürlich auch durch die kosmische Wolke. Die Abschwächung der Sonne führt dazu, dass der Schutzschild der Erde, der sogenannte Fanalengürtel, der sich hauptsächlich aus Elektronen konfiguriert, ja, wenn die im Minimaß kommen, dann bricht der zusammen, die Schutzfähigkeit lässt nach. Und
Auf der Sonne haben wir ähnliche Effekte, die sogenannte Heliosphäre, die von der Sonne ausgeht, die unser inneres Planetensystem im Grunde vor intergalaktischer Strahlung schützt. Und die wird jetzt mittlerweile immer schwächer. Man kann das auch messen an den Positronen, die jetzt nicht von der Sonne kommen, sondern aus der intergalaktischen Strahlung. Und diese Positronen, die haben sich jetzt potenziert, kommen die mittlerweile vor, wo man nicht weiß, wo die im Grunde herkommen, was also sehr deutlich dafür spricht, dass dem Dimitrijev sein Modell tatsächlich so eintrifft. Und er hat das ja 1993 auch alles schon vorausgesagt, was wir im Grunde heute auch bemerken können. Er hat ganz deutlich gesagt, die Erde wird sich buchstäblich in ihrem physikalischen Erscheinungsbild sowie auch in dem Erscheinungsbild in den biologischen Systemen, die auf ihr sind, komplett verändern. Und das wird, das ist ein Zyklus von ungefähr 10 Jahren und wir sind jetzt schon in der Endphase dieses Zyklus drin. Man kann das auch sehr schön beobachten vom letzten Jahr. Die Ereignisse, vor allem die klimatischen Ereignisse, die potenzieren sich. Haben wir letztes Jahr vielleicht 3-4 Hagelereignisse in Italien gehabt, ja, die schon sehr hoch promoviert worden sind, weil es hat es damals so noch nicht gegeben. Und auch die Wassertornados, die da immer häufiger auftreten, ja, die haben sich dieses Jahr potenziert. Was letztes Jahr im Monat abgelaufen ist, das läuft jetzt täglich ab. Ja, und das sind schon ganz massive Hinweise, dass wir in einem systematischen Wandel drinnen sind, der immer mehr und mehr an Fahrt zunimmt. Ja, da gibt es auch keine Unterbrechungen mehr. Wir haben also jetzt einen linearen Aufstieg der Ereignisse, die momentan stattfinden, von denen aber die Presse so gut wie überhaupt nichts verlautbaren lässt. Wir kriegen überhaupt nichts mit, was in Nepal, in Indien, was in Südamerika passiert. Die Vulkane, da muss man sich dafür interessieren, da kriegt man auch nur Informationen auf den speziellen Seiten. Also man muss, wenn man sich wirklich in diesem Thema Klima kompetent machen will und sich selber ein Bild machen will, wo man eigentlich steht, müsste man sich wirklich mal auf den Hintern setzen und mal selber zum Recherchieren anfangen und sich für die Natur interessieren, die uns eigentlich ins Leben bringt und die unsere Lebensgrundlage ist. Und es ist natürlich vollkommen klar, nicht der liebe Gott hat die Welt für uns geschaffen, ja, und passt sie nach uns an, sondern wir sind aus den Stoffkreisläufen dieser Erde entstanden und wir passen uns den Veränderungen dieser Erde an. Und wenn man nicht den ganzen Tag im Laufrad strampeln muss, um seine CO2-Abgabe zu bezahlen und sich da mal rausnimmt, und das ist ja das, wovor die politischen Systeme Angst haben, nämlich, dass die Menschen sagen, ja hallo, wenn die Zeiten gezählt sind, was soll ich dann den ganzen Blödsinn noch mitmachen? Ich kenne das aus meiner Praxis von austherapierten Patienten, wenn die von ihrem Arzt gesagt kriegen, Alter, du hast noch 3 Monate, dann fängt der Mensch an und sagt, okay, was mache ich mit den 3 Monaten noch? Er fängt also an, dieser Zeit einen Wert zuzuordnen, den er ihr vorher noch nicht zugeordnet hat und fängt an zu selektieren, was ist wichtig und was ist unwichtig. Ja? Und wenn man mit dieser Selektion anfängt, ist es selbsterklärend, wenn ich heute jemanden sage, dass wir in den nächsten 1-2 Jahren in einen Kataklysmus reingehen, der die ganze Erde verändern wird, der die Systeme, die wir errichtet haben, komplett auslöschen wird, die sind nicht mehr haltbar, weil sie alle nur die Wirkung eines stabilen Sonnenwindes waren, die uns stabile Verhältnisse hier vermittelt haben. Und wenn sich diese Grundordnung auflöst, dann löst sich die gesamte Ordnung in unserem gesellschaftlichen System auf. Und wir können das sehr, sehr schön nachvollziehen, denn es gibt im Universum die sogenannte in der Quantenphysik die Skaleninvarianz. Das bedeutet, wenn ich auf einer Betrachtungsebene eine Gesetzmäßigkeit erkennen kann, dann kann ich die auch von ihrer Gültigkeit, ja, auf andere übertragen. Das heißt, wenn ich im Sonnensystem die ganzen Veränderungen sehe, dann kann ich diese Veränderungen auch auf mein Leben übertragen, wenn ich mich bewusst damit auseinandersetze. Was verändert sich da gerade? Wie ist meine Einstellung zur Politik, zum Staat, zum Zusammenleben? Was mache ich mit meinen Mitmenschen? Das, was früher sinnvoll war, macht jetzt keinen Sinn mehr, nämlich nur nach dem Mammon zu streben. Jetzt ist es viel sinnvoller, sich damit einmal auseinanderzusetzen, wie stelle ich mich ein, wenn wirklich einmal so ein Extremfall kommt, wo ich mein Wasser herkriege? Wie kann ich mir ein sicheres Dach über dem Kopf gewährleisten? Wie kann ich gewährleisten, dass ich noch was zum Essen habe, wenn keine LKWs mehr in die Städte kommen? Und das Risiko, das ist sehr groß. Wir haben
Was auch wenig Menschen wissen, ein Supervulkan hier in Europa, die Phlegräischen Felder. Ich berichte da schon seit sehr, sehr langer Zeit drüber, weil dieser Supervulkan seit 15 Jahren dauer ongoing ist. Und der ist 1964 schon einmal kurz davor gewesen auszubrechen. Der kommt immerhin mit einem Vulkanexplosionsindex von 7, was bedeutet, dass wenn der kommt, er eine Masse von circa 75 bis 100.000 Kubikkilometer Substanz in unsere Atmosphäre schleudert. Und bei einem Phase 7, da sind wir ungefähr bei einer Verteilung von 30 bis 40 Kilometer, sagen wir mal, dass der in die Atmosphäre reingibt. Das heißt, wenn die Phlegräischen Felder kommen, wo die italienische Regierung jetzt schon Katastrophenprogramme fährt, die bereiten sich auf den Ausbruch da unten vor. Ja, das sind Dinge, die haben sich dieses Jahr jetzt vollzogen. Aus den Fumarolen kommen Gase, die so hohen CO2-Gehalt haben, dass dieser Vulkan wirklich ausbruchgefährdet ist. Einer der gefährlichsten Vulkane. Und wenn der kommt, ist nicht nur Neapel weg, sondern dann ist ganz Europa in einen vulkanischen Winter. Und das ist nicht nur der einzige Vulkan, der von der Supervulkanebene kommt. Auch unser deutscher, die Laacher See, sammelt bereits wieder Lava. Im Yellowstone, da passieren ganz unglaubliche Sachen in den hydrothermalen Systemen. Auch dieser Vulkan ist kurz vorm Kommen. Die NASA versucht da 10 Kilometer tiefe Löcher zu bohren, um die Caldera abzukühlen. Ja, ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Denn wenn der kommt, den kann man nicht beinhalten. Und unter dem Yellowstone ist ein CO2-See, der ist so groß wie ganz Mexiko. Ein kleiner Riss reicht, wenn da nur 0,1% in die Atmosphäre gehen, dann haben wir wirklich ein CO2-Problem. Aber so viel kann der Mensch gar nicht machen, als was dann aus den Tiefen der Erde aussteigt. Also wir sehen, wir haben überall im Endeffekt tickende Zeitbomben. Ja, das fängt in Alaska an, in der Shumagin-Lücke, da wo eine subduzierende Platte, da schaut der Arsch noch ein bisschen raus und durch das Gewicht, was da noch rausschaut, droht es abzubrechen. Letztes Jahr hatten wir im Februar ein Beben von 8,2 unten, ja, im September mit 7,1, da hat sich dann teilweise Risse gebildet, die sich um 5 Meter verschoben haben, die Landmassen. Das ist das Gleiche, was man jetzt in Ridgecrest sehen kann in Südkalifornien. Das ganze Land reißt auf. Das sind katastrophale Bilder, wie man sie noch nie gesehen hat. Noch nicht einmal die Kinofilme bringen so ein Ding rüber. Ne? Und das zeigt also schon, ich rede jetzt hier nur an der Oberfläche. Ich könnte jetzt stundenlang über die Dinge reden, die hier alle die Lunden, die hier brennen, die im Grunde alle irgendwann mal kommen. Und aus meiner Sicht ist es so, wenn ein Dominostein fällt, wenn jetzt ein großes Ereignis eintritt, dann kommen die anderen hinterher, weil dann gibt es einfach eine gewisse Eigendynamik in diesem katastrophistischen Geschehen. Und da werden wir dieses Jahr schon mit einigen zusammenkommen. Wir haben ja jetzt auch viele, viele Vulkane, die am Pazifischen Feuerring aufgebracht sind. Wir müssen also nicht nur vor den Supervulkanen Angst haben. Da wachen auch immer mehr auf und werden aktiv. Ne? Also die Gefahr kommt nicht nur vom Klima, ja, und von der kosmischen Strahlung, sondern die Gefahr kommt im Grunde aus allen Richtungen, die unsere Geophysik betrifft und die natürlich bedingt durch unsere Atmosphärenchemie Auswirkungen auf uns alle hat. Es ist also ein sehr komplexes Gerüst, in dem man sich hier mal rein arbeiten muss, weil man kann auch hier keine linearen Aussagen machen und sagen, diese Ereignisse führen dazu und die führen dazu. Nein, wir sind in einem chaotischen Zustand und weil wir eben so klein sind in Bezug auf die Erde und ein Menschenleben, ja, das gehen wir mal vom Mittelwert 60 Jahre aus, das ist für unsere Erde nur eine Millisekunde. Und was soll in so einer Millisekunde schon passieren? Schauen wir mal, wie bei uns eine Millisekunde abläuft. Was passiert da groß in der Millisekunde außer Veränderung? Ja, und wir sind halt gerade in einer Millisekunde drinnen, wo das System von einem zum anderen übergeht. Und das stellt sich für uns halt jetzt halt nach unserer Zeitwahrnehmung über 10 bis 15 Jahre da. Ja, das waren jetzt einmal soweit. Ich habe jetzt einfach mal versucht, das ein bisschen aufzuklären. Das Klima kommt nicht vom Menschen. Der Mensch hat auch keine Macht, auf das Klima einzugreifen. Was er machen kann, ist, dass er lokal bestimmte Dinge regulieren kann, aber auch nicht wirklich gezielt, wie wir es jetzt bei den Chinesen gesehen haben. Ja, und
dieses ganze Geoengineering, was unterm Tisch gehalten wird, was da wirklich für Gründe dahinter stehen. Wir haben ja vorher schon mit dem Gift angesprochen, ja. Die Menschen, die uns regieren, die haben keine Moral und keine Ethik und keine Achtung vom Leben. Das sieht man an den Gesetzen, die sie erlassen, dass sie Gift zulassen, das Gift legalisieren. Ich denke nur an die Impfungen. Wenn ich irgendjemanden dieses Gift, was in den Impfstoffen drinnen ist, in sein Essen misch oder in sein Trinken misch, dann bin ich dran wegen versuchten Totschlag und wegen versuchten Mordes. Aber wenn ein Arzt das abspritzen darf, dann kriegt er sogar noch einen Orden dafür. Und das zeigt im Endeffekt, der Arzt handelt legal. Ich kann den auch nicht anzeigen, obwohl er mir Gift reinspritzt. Dasselbe Gift, um er mich anzeigen könnte, wenn ich es jemanden ins Essen tue, weil es dafür keine Gesetze gibt, aber zum Spritzen gibt es Gesetze. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind schon Dinge, wo wir uns auch unseren eigenen Kataklysmus machen. Deswegen sage ich immer, wir brauchen keine Angst vor der Natur haben, die ist menschlicher wie wir selber. Denn wir werden schon seit Jahrzehnten von unseren Machthabern vergiftet. Die Nahrung wird entwertet und wird mit Stoffen angefüllt, die uns letztendlich nicht wirklich dienen. 80% der zugeführten Nahrungsenergie müssen wir wieder entgiften und muss unser Körper ausscheiden. Die braucht er, um das Ganze auszuscheiden. Wir ernähren uns eigentlich per nada. Wenn wir weniger essen und hochwertig, dann würden wir uns besser ernähren. Und da müssen wir wieder hin, weil dieser Massenkonsum letztendlich das ist, was uns umbringt und was auch gar nicht mehr möglich ist. Ich habe ja schon gesagt, wir haben weltweit gut 70% Ernteausfälle dieses Jahr. Und das, was geerntet worden ist, hat schlechte Qualität. Ja, und wir werden das die nächsten Jahre schon sehen, dass es hier zu Engpässen kommen wird, die man natürlich verheimlicht. Denn wenn es ums Essen geht, fangen die Leute an aufzuwachen und Fragen zu stellen und dann auch rabiat zu werden. So, das waren jetzt einmal soweit meine Ausführungen. Ich denke, ich könnte natürlich jetzt stundenlang detailliert weiterreden, aber das würde überfordern. Ich würde jetzt viel lieber so an die Teilnehmer mal die Themen, die ich angesprochen habe, ein bisschen aufbereiten, wie diese ganzen katastrophalen Geschichten, die um uns herum passieren. Da gibt's einiges dazu zu sagen. Und wenn ich da jetzt entsprechende Fragen bekomme, kann ich auf die einzelnen Themen auch genauer eingehen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen müsste jetzt rübergekommen sein, dass es die Sonne ist, dass es eine kosmische Wolke ist, die die Sonne beeinflusst. Und die Beeinflussung der Sonne ist nicht geklärt, wie sich das auf die Erde auswirken will. Man kann hier nur generelle Dinge sagen, dass wir in diesen Veränderungen drin sind. Das können wir sehen. Ja, und die Zuordnung, man sollte nicht an andere Modelle glauben, man sollte sich selber jetzt, wenn man das nicht glaubt, hinsetzen und einmal nachschauen und recherchieren. Die Arbeit rentiert sich wirklich, denn Wahrheit kann unwahrscheinlich beruhigend sein. Ja, und wenn man nicht mehr auf die Lügen anderer angewiesen ist, dann braucht man sich die auch nicht mehr anschauen. Soweit jetzt mal von mir. Jetzt freue ich mich auf die Gruppe und auf die Fragen aus der Gruppe. Nach der Musikpause natürlich, und schreibt eure Fragen auf, nicht, dass ihr die vergisst. Ich hoffe, ihr habt einen Zettel und einen Stift bei euch gehabt. Ja, und jetzt gehen wir ins Jahr 1983, da ist der Peter Schilling da, und Peter Schilling hat einen Song, ja, Die Wüste lebt, und da horchen wir jetzt rein und sind dann gleich für euch da. Danke, bis nachher, viel Freude. Ja, und da sind wir zurück aus dem Jahr 1983, wir sind angekommen im Jahr 2019. Hallo da draußen, wir sind hier heute mit Hendrik da. Klimawandel aus Sicht des Katastrophismus. Und möchte nochmal einen kurzen Hinweis geben für morgen. Da starten wir hier auf Okidok schon um 10 Uhr. Das ist wieder der Tag der offenen Tür von Leopold und Sieglinde Bichler. Und da gibt es eine Vortragsnachmittag oder Vormittag, Mittag, ab Mittag bis Abend. Und die Themen seht ihr und findet ihr auf dem Sendeplan. Ich kann mal ganz kurz ein paar Themen geben. Sehen ohne Augen, Lebe dich frei, karmische Prinzipien, Trommelworkshop, Erfahrungen einer Freilernermutter und Deos natürlich herstellen, Julia sowieso, gemeinsames Programm, Schild und Gewinnspiel, Verlosung und noch mehr. Und das reicht jetzt. Und ja, wir haben einen schönen Abend hier und einen interessanten aus Sicht von Hendrik, und bin wirklich heute so hellhörig, dass ich gemerkt habe, dass ich doch so einiges gar nicht wirklich weiß und hier was Neues auf mich zukommt, an wie die Sonne funktioniert, was mit dem Jupiter passiert ist und das Ganze. Das hat mich schon irgendwo
ein bisschen berührt, weil es interessant ist. Die ganzen Sternenkunde und was im Weltall passiert, das hat mich schon als Kind immer wieder fasziniert. Ja, eröffnen wir die Runde. Und ja, wer mag denn hier einsteigen? Denn wir haben hier im Raum noch den Franz Reutinger, den Armin, den Hans Gruber ist bei uns. Der Armin möchte gleich einsteigen, der kriegt gleich das Mikrofon. Wer ist noch da? Möchte noch jemand sich mit einbringen? Ja, der Hans Gruber, der Roman möchte sich einbringen. Ja, dann fangen wir mal an und sagen, Armin, dein Mikrofon. Na, wunderbar. Also ich habe mir einiges aufgeschrieben, jetzt da gerade in der Musikpause. Klasse Mucke, ich stehe auch auf Neue Deutsche Welle, ich finde das einfach gut. Zu diesem ganzen, du zeichnest ja ein bisschen ein düsteres Bild mit diesen ganzen Kataklysmen. Und was ich, von dem, was ich überzeugt bin, ist maßgebend das Bewusstsein der Menschen. Und wie die halt eingestellt sind. Also, wenn natürlich alles total negativ läuft, dann bin ich überzeugt, dass das so enden könnte, wie du sagst, dann macht's zack, bumm, und wir waren einfach mal gestern, weil wir nichts mehr zu futtern haben, weil alles hier vereist ist und so weiter. Okay, ich möchte jetzt mal ausholen zu diesen ganzen Daten, die du hier genannt hast, also diesen Klimadaten, die NASA verbreitet, stehe ich äußerst skeptisch gegenüber. Ich glaube auch nicht, dass die Venus so heiß ist, wie sie es uns weiß zu machen versuchen. Und diesbezüglich bin ich einfach sehr, sehr skeptisch, weil NASA bedeutet ja, soviel ich weiß, auch irgendwie Lüge. Das, was ich noch sagen möchte, die koronalen Löcher, also die NOAA berichtet ja auch über diese koronalen Löcher und die Engelsberg News, die sind relativ gut. Da werden die auch immer aufgefasst und nach dem Verständnis von dem Martin Laker, so heißt er, der das macht, ist es so, dass diese koronalen Löcher in Verbindung mit einer Planetenkonjunktion eben Erdbebenimpulse übertragen. Und das, was immer so geschieht, also mit den koronalen Löchern und den Konjunktionen und den Erdbebenimpulsen, gibt ihm also recht. Also wenn man das sich einfach mal anschaut und dann ein bisschen das betrachtet, dann sieht man, also der Typ hat gar nicht mal so Unrecht. Ich bin auch eher mehr der Überzeugung, dass wir eine wachsende Erde haben. Ich bin Anhänger dieser Theorie. Und diese irgendwie heißer Kern mit was weiß ich wie viel 1000 Grad, das finde ich, ist in meinen Augen ein bisschen eine Fantasterei. Aber gut, jeder soll das glauben, was er mag. Was ich noch zu sagen habe, ist gerade dieses abnehmende Magnetfeld der Erde, was ja aufgrund dieser ganzen Zustände einfach so weitergeht, ist ja sehr gut eigentlich für den Menschen, weil es die Bewusstseinsfähigkeiten fördert. Da haben die Russen ganz, ganz intensive Versuche gemacht. Die haben also Kapseln gebaut oder mehr oder weniger Röhren gebaut und das komplett abgeschirmt von dem Ganzen und haben dann Menschen da reingelegt und haben dann festgestellt, dass auf einmal die übersinnlichen Wahrnehmungen, die jetzt für uns noch übersinnlich gelten, also schnellere Erkenntnis, umfassendere Erkenntnis, Telepathie und so weiter, teilweise bis zur Telekinese, dass das alles dann eintrifft, aufgrund dessen, weil dann unser Gehirn dann anders funktioniert. Also die haben da sehr, sehr viele Versuche gemacht. Der Dieter Bröers diesbezüglich gibt hier sehr, sehr gute Informationen. Und was ich noch sagen möchte, ist, dass die Sonne ja eigentlich kalt ist. Also diese, was weiß ich, wie viel 1000 Millionen Grad die irgendwie haben soll, das ist irgendwie Quatsch. Das ist natürlich ein Strahler, natürlich von verschiedenen Magnetfeldern, ob das jetzt da Röntgenstrahlung oder sonstige Strahlung ist, da ist sie ein Strahler und da gibt es auch interessante Versuche, die das dann mehr oder weniger ermittelt haben, dass das die Wärme durch unsere Atmosphäre zustande kommt, also durch diese IR-Strahlung und dass eben diese Story von dieser, wie nennt man diese Zone, habitable Zone, wo dann irgendwelches Leben entstehen kann in den unterschiedlichen Sonnensystemen, dass das eigentlich auch Quatsch ist, weil es immer auf die Verhältnismäßigkeiten ankommt und auf die Atmosphäre. Und weil du gesagt hast, da müsste man ja beispielsweise auch am
bestimmten Planeten, die sehr, sehr nah an der Erde sind, die müssten ja an der Sonne sind, die müssten ja mehr oder weniger verdampfen. Und ja, das ist halt alles sehr, sehr fragwürdig. Und wir dürfen das auch alle erkennen, dass die ganzen Verhältnisse doch anders sind, als es uns weiß zu machen versuchen. Und ja, das wäre es jetzt mal so weit. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Moment, ich gehe das mal nochmal schnell durch. Okay, also momentan habe ich jetzt nichts mehr aufgeschrieben. Nur mal so weit. Danke für euer Ohr. Ja, danke dir, Armin. Und der Hendrik, hast du da ein paar Worte schon dazu? Ja, da muss man natürlich was dazu sagen. Also nicht dem Armin auffallen, es gibt hier in seinen Aussagen sehr, sehr viele Mutmaßungen, kalte Sonne, bla bla bla, NASA. Das sind natürlich alles Dinge, da gehe ich konform mit dir. Andererseits ist es so, diese kosmische Wolke, die übrigens auch der Dieter Bröss erwähnt, ja, da ist er nicht alleine, er ist auch ein großer Fan und Freund von Dmitriev, ne? Die gibt es tatsächlich und auch die NASA hat es veröffentlicht. Also es ist nicht so, dass die NASA nur Schmarrn sagt. Die Frage ist immer nur, wer stößt schon auf diese Seite? Ja, wenn man das nicht wirklich sucht und sich mit dem Thema auseinandersetzt, die Medien nehmen das nicht auf, die holen sich das nicht, da muss man selber drauf kommen, muss das dann übersetzen. Und natürlich ist es nicht so dramatisch. Ich sage, wir leben hier in diesem Aktualismus, wo man sagt, und ich kenne das auch aus den Fachgruppen, wo ich dabei bin, mit Vulkanen und mit Erdbeben, wie ich dieses Erdbeben zum Beispiel in Südkalifornien gepostet habe bei denen, haben sie mich alle ausgelacht. Aber das Muster dieser Erdbeben hat mich erinnert an den Ausbruch vom Kilauea. Da hat es nämlich auch so viele Serienbeben gegeben und es war ganz klar, dass da wahrscheinlich ein Vulkan aufwacht, keine Ahnung. Ich habe das da reingegeben, die haben alle gelacht. So, und am nächsten Tag ist dann da unten richtig losgegangen. Dasselbe ist mit den phlegräischen Feldern. Wie oft bin ich da schon durch die Suppe gezogen worden und gesagt, ja, du bist ja nur ein Katastrophen- und Panikmacher. Jetzt, die haben alle gesagt, ja, meine Urenkel, ja, das ist eben dieser Aktualismus, der sagt, das dauert alles ewig lang, aber das ist nicht so. Wenn wir in einem Geschehen drinnen sind, dann kommt eins zum anderen und es entwickelt sich immer schneller. Denn alle Abläufe im Universum, die folgen einer hyperbolischen Spirale, genauso wie es die Fibonacci-Spirale ist und die fängt sehr langsam an und wenn sie sich dann zum Kern zudreht, wird die immer schneller und die Ereignisse werden dann auch immer schneller. Ich möchte auch nochmal ganz klar hier betonen, das sind keine dunklen Aussichten, es ist die Wahrheit. Ob wir die Wahrheit als dunkel oder hell betrachten, das obliegt an jedem selber. Für mich persönlich, ja, ist die Katastrophismustheorie nichts, was mir Angst macht. Natürlich wäre ich mit meiner Vergänglichkeit konfrontiert, aber ob ich jetzt durch einen Katastrophismus sterbe oder ob ich durch die Gifte des Staates sterbe und dann sozialverträglich über die Krankenhäuser zum Tod gebracht werde, dass meine Kinder vielleicht auch noch was zahlen müssen, wenn ich nichts mehr habe, dann ist mir dieser Kataklysmus einer Erde sehr viel lieber. Und vor allem, wir können nicht an der Realität vorbeigehen. Wir sind ein Teil dieser Erde und wenn diese Erde sich verändert, dann müssen wir diesen Tatsachen ins Auge schauen und die Herausforderung, die es dabei gilt. Ja, man sagt ja, nur in der Not entwickelt sich der Mensch, weil er dann die Energie entwickelt, das auch umzusetzen. Es geht jetzt darum, seinen Fokus drauf zu richten, auf das, was auf uns zukommt. Und das sind keine Hirngespinste. Ich beobachte jetzt seit 15 Jahren die Abläufe auf der Sonne, die Abläufe in der Erde, in unserem Erdkern. Da passieren ja jetzt auch sehr viele Sachen. Und die neueren Messmethoden, mein Gott, da müssen wir halt auf diese etablierten Institutionen zugreifen. Und natürlich bin ich da sehr vorsichtig, weil ich weiß, was da gefaked und gelogen wird. Ne? Aber ich bin mittlerweile in der Lage, mir eine eigene Meinung zu bilden und muss mich dann nicht an dem Schmarrn von anderen mit beteiligen, ja, sondern kann sagen, das ist für mich stimmig, nach meiner Prüfung, so wie es Buddha auch gelehrt hat, ja, nach meiner Prüfung fühlt sich das stimmig an und deckt sich mit meinen Beobachtungen. Ja. Und das ist weder gut noch schlecht. Wir machen was Gutes und Schlechtes draus, weil wir natürlich auf den Standard, in dem wir drinnen sind, nicht verzichten wollen. Und jede Veränderung, ganz egal, wo die hingeht, die bewerten wir immer erst einmal als schlecht. Ja, aber das ist mir ganz wichtig, dass man hier keine Ängste
schürt, indem er sitzen bleibt, ja, und dann seine Fingernägel abknappert, sondern dass man die Energie dieser Angst verwendet, um Veränderungen herbeizuführen, um Veränderungen im Denken zu bekommen und sich klar zu machen, wie ich das vorher bei dem Austherapierten schon gesagt habe, unsere Zeit ist jetzt begrenzt, was mache ich mit dieser Zeit? Ja, danke, danke. Und wir geben jetzt einfach, wenn du einverstanden bist, Hendrik, mal das Wort so durch die Runde, gell? Ja, gern. Ja, dann haben wir ihn Armin gerade gehört. Franz Reutinger, bist du auch am Mikrofon? Wolltest du auch da was zu sagen? Ja, er ist auch da. Wir gehen die Reihe von oben nach unten mal durch. Und dann wird einfach offene Talkrunde gemacht. Das würde ich dann so sehen, weil dann der Austausch untereinander auch stattfinden soll. Ja, Franz, bitte. Ja, Hendrik. Also ich gratuliere dir für diese gewaltigen Arbeiten und das Zusammentragen auf der materiellen Ebene unseres Sonnensystems und wie du das schlüssig erklärst, ist das ein schlüssiges Bild prinzipiell. Und es gefällt mir auch, dass du sagst, will ich an der Chemo sterben oder an der Katalysen? Ist genau die Frage, ja. Und wenn ich meine Umgebung anschaue, liebe Menschen an Chemos und an Brutalo-Diagnosen, teuflischen Diagnosen, so schnell dahingerafft werden. Ja, es ist einfach ein guter Vergleich, den du da bringst. Das andere ist ganz wichtig und das gefällt mir, der Zusammenhang zwischen materieller Situation und Bewusstsein. Ich habe das so verstanden. Das heißt also, ich gehe davon aus, wir sind ein großes geistiges, seelisches Wesen und leben in einem Körper, den uns die Erde oder zur Verfügung stellt, um unsere Erfahrungen zu machen. Und da ist es ganz klar, wenn man sich mit dem ganzen Irrsinn beschäftigt, was hier abläuft in dieser teuflischen Agenda der Machthaber, dass es nur darum gehen kann, Bewusstsein zu schöpfen und bewusster zu werden, durch Leidensdruck und durch Klarheit. Und das ist ein wichtiger Input aus meiner Sicht, aus diese Denkrichtung einfach zu integrieren. Ich habe Enkel und Kinder, und es ist meine Lebensaufgabe gewesen und ist diese jungen Menschen großzuziehen und zu begleiten und ihnen eine gute Zukunft zu wünschen. Da tue ich mir sehr schwer, diese klare Richtung der Möglichkeit, hier deinem beizubringen. Weil das ist einfach sehr, sehr schwierig, wenn man nicht selber schwierige Zeiten durchlebt hat, um mehr ins Bewusstsein zu gehen. Frage zum Schluss. Es wird auf der Erde irgendwo ein Gebiet geben, was eher verschonter bleiben könnte, wenn solche Katalysen entstehen, wo dann eine Spezies sich retten kann. Statt 7 Milliarden sind sie dann auf 500 Millionen durch die Erde hervorgebracht oder das Sonnensystem. Welches Gebiet wäre hier eventuell zu bevorzugen? Wäre es die südliche Hemisphäre oder die nördliche? Danke dir. Ja, also ganz generell, wir sind hier in Österreich an den Alpen in einem sehr geschützten Raum. Allein das Salzkammergut hat schon viele Kataklysmen überlebt, wie man sieht, ja. Und was auch deine Kinder betrifft, da möchte ich sagen, ich habe selber 2 Kinder, ja, mit 11 und 13 Jahren. Ich war in der Zwickmühle, was mache ich mit ihnen? Weil mir glaubt sowieso keiner. Und für meine Ex-Frau bin ich dann ein Panikmacher. Und natürlich haben die Kinder auch Angst. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil mir das richtig erschienen ist. Ich habe meine Kinder aufgeklärt. Ich habe ihnen gesagt, was auf uns zukommt. Und ich bin jetzt dabei, dass ich hier versuche, alleine, aber auch in Gruppen, was aufzubauen. Ich glaube nicht, dass wir noch auf der Oberfläche lange leben können, denn im Zentrum dieser Plasmawolke existieren Temperaturen von über 5000 Grad. Und wir hatten auch schon einmal so eine Situation, ich denke an das Mutterland Mu, wo sich die Leute dann in die Erde
reingearbeitet haben. Und da gibt es halt ohne weiteres Techniken. Wir haben also hier heute schon Techniken, wo wir Alu-Gewächshäuser haben, die künstliche Atmosphäre erzeugen. Wir hätten ja auch schon freie Energie, wenn der Staat uns nicht verhindern wird. Ja, also all diese Dinge, die werden wir aber nicht im öffentlichen Zusammenwirken machen können. Das wird man nur machen können, wenn man kleine Gruppen bildet. Und in diesen kleinen Gruppen wird auch das spirituelle Wachstum drin sein, weil man sich ganz einfach zusammenraufen muss und eine neue Form der Kommunikation finden muss, wo man in einer Familie arbeitet, wo es nicht mehr um den Nutzen geht, sondern wo jeder seine Qualität und seine Stärken mit einbringt für etwas Ganzes, ja, für ein Ziel, dass man weiterleben kann und eventuell auch noch aus dieser Zivilisation, aus den Fortschritten, die wir gemacht haben, die auch noch mitnehmen kann. Danke. Jetzt gehen wir weiter zu Hans Gruber. Guten Abend. Ja, hallo zusammen. Ein bisschen näher ans Mikrofon. Jetzt gut? Jetzt geht's, ja. Ja. Also zum einen CO2, das ist vollkommen klar. Das ist definitiv ein Hoax, das als irgendein Problem zu betrachten. Das primäre Lebensgas, verantwortlich für die Photosynthese der Pflanzen, der Algen, des Phytoplanktons und damit für das Wachstum all dieser Pflanzen. Und im Nebenprodukt entsteht der Sauerstoff, der für die Landbewohner und genauso für die Seebewohner zentral ist. Also das muss man gar nicht weiter auseinanderlegen, ob das irgendein Problem ist. Außerdem haben wir mit 0,04% vergleichsweise wenig im erdgeschichtlichen Vergleich. Zu deinen Ausführungen. Ich bin nicht ein Fachmann in den Gebieten, aber das Geoengineering ist mir zu unterbelichtet. Da gibt es ja auch ganz andere Stimmen, wie zum Beispiel Professorin Claudia von Werloff oder auch der Franz Miller oder in Amerika die Ilana Freeland, die hier das primäre Problem sehen. In deinen Ausführungen war es so ein gewisses ignorantes zusätzliches Problem. Aber bei dem ganzen Wetterchaos, das wir jetzt zunehmend beobachten, scheint das Geoengineering die zentrale Rolle zu spielen. Zu deinen Ausführungen der natürlichen Veränderungen. Ich bin jetzt wirklich nicht Fachmann in den Gebieten, aber ich habe mir einiges von Professor Werner Kirstein angehört. Also der hat ja Klimatologie ein paar Jahrzehnte unterrichtet an der Uni Leipzig. Oder mein Englisch ist sehr gut, auch von Professor Dr. Don Easterbrook gibt es ein berühmtes Senate Hearing. Die sprechen nichts von dem an, was du da erzählst. Die sagen vielmehr, also jetzt auch Kirstein, dass wir es mit so Zyklen von 20 bis 30 Jahren zu tun haben, wo es einmal eine Warmphase und dann wieder eine Kaltphase gibt. Und seit etwa 1998 haben wir es mit einer Kaltphase zu tun. Ja. Und deswegen ist das natürlich auch alles ein Hoax zu sagen, wir hätten es mit einer Klimaerwärmung zu tun. Man hat mit Wetterchaos zu tun. Man hat lokal und zeitlich begrenzt zu hohe Hitze, zu hohe Nässe, also in Form von Überschwemmungen, zu starke Kälte und so weiter. Vor einigen Tagen gab es meterhohen Schnee in Argentinien im Juli. Im letzten Winter gab es Schnee im Mittleren Osten, in Nordafrika und so weiter. Also der einzige Terminus, der hier passt, ist Wetterchaos, Wetterextreme. Und die scheinen in erster Linie geoengineert zu sein. Ich meine, es gibt an die 400 Patente, das begann schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Die sind alle offiziell nachlesbar auf den entsprechenden Seiten. Das ist ein uraltes Projekt primär der USA. In den USA gibt es das groß angelegte Militärprogramm Owning the Weather by 2025, also in Besitznahme des Wetters bis 2025. Präsident Lyndon Johnson hat schon in den 60ern davon geträumt, he who owns the weather controls the world. Also derjenige, der das Wetter kontrolliert, der kontrolliert die Welt. Also da bestehen ganz massive Interessen, Wetter als Waffe zu benutzen. Und die ganzen Belege sind da, die ganzen Experten sind da. Die iranische Generalität hat sich vor kurzem darüber beschwert, dass die Überschwemmungen in ihrem Land geoengineert worden seien. Ja, ich meine, da stehen ja auch Experten dahinter, bevor die so etwas behaupten. Und ins große Ganze fügt sich das natürlich auch bestens ein, weil es natürlich ein weitgehendes Destabilisierungsinstrument ist, das Geoengineering. Wenn man die Lebensgrundlagen angreift, naja,
Also mehr kann man nicht angreifen als die Lebensgrundlagen. Und wie du schon selber gesagt hast, diese großen Überschwemmungen in den USA, ja, das bedeutet natürlich jetzt Lebensmittelverknappung, Verteuerung. Wir hatten eine extreme Trockenheit hier letzten Sommer. Das führt, wenn das jetzt diesen Sommer wieder so wird, natürlich auch hier zu entsprechenden Lebensmittelverknappungen. Das heißt, das sind hervorragende Instrumente, hervorragend in Anführungsstrichen, der Destabilisierung. Genauso wie auch die lügenbasierten Kriege, ich meine, die beruhen ja alle auf Lüge, genauso wie 9/11 auf einer Lüge basiert. Das waren natürlich keine Terroristen, die diese Zwillingstürme zum Einsturz gebracht haben. Auch damit befassen sich Tausende von Wissenschaftlern. Das sind ja alles Destabilisierungsinstrumente, nur auf verschiedenen Ebenen. Über Kriege destabilisierst du, über diese gelenkte Migrationswaffe destabilisierst du. Wenn du hier jedes Jahr 1 Million Menschen aus völlig anderen Kulturen hast, dann hast du natürlich hier in absehbarer Zukunft Chaos, das ist völlig klar. Und dann warst du weg, Hans. Okay, dann hat er wohl einen Flugschein und dann gebe ich mal, oder? Ist er da? Sorry. Und über das Geoengineering destabilisierst du. Das sind die drei primären Mittel. Also Migrationswaffe, lügenbasierte Kriege und Geoengineering. Und da stehen bestimmte Kreise dahinter, die das wollen. Es geht um Ordnung aus dem Chaos, nämlich neue Weltordnung aus dem Chaos. Und deswegen spielt das Geoengineering die zentrale Rolle bei dem ganzen Wetterchaos und nicht, also nach meinem Wissensstand zumindest, soweit ich das beurteilen kann, und ich habe jetzt auch ein paar Kapazitäten zitiert, ja, nicht das, was du sagst. Danke dir und ich gebe das Wort direkt zum Hendrik. Hendrik, magst sicher was sagen, oder? Ja, ich meine, er hat ja schon gesagt, er hat selber keine Ahnung und zitiert im Endeffekt nur irgendwelche Wissenschaftler. Ich habe am Anfang ja gesagt, in welche Denkrichtung diese Wissenschaftler gehen. Und wenn man schon so konsequent ist und nur nach der Meinung anderer geht, dann sollte man doch zumindest die Wissenschaftler aufsuchen, nämlich die in Russland, die der nichtlinearen Naturwissenschaft folgen. Und da wirst du solche Äußerungen nicht finden. Ganz im Gegenteil, Russland bereitet sich auf diesen Kataklysmus vor mit dem Anastasia-Projekt, wo die Menschen Land bekommen, um sich selber zu versorgen, weil Putin das vollkommen klar ist, dass wenn diese Katastrophen über uns einbrechen, dass es keine zentralen Strukturen mehr gibt, die die Menschen noch versorgen können. Und was mich immer fuchsig macht, ist mit diesem Geoengineering, dass man die Macht des Menschen über die Macht der Natur stellt. Das ist eine ganz, ganz blöde Manie. Wir können nur mit dem, was die Natur uns gibt, können wir unseren Schindluder machen, sprich auch Geoengineering. Und du hast natürlich vollkommen recht. Ja, der Kissinger hat auch schon gesagt, mit der Nahrung kontrollierst du die Menschen. Jetzt sind es noch aufs Wetter gegangen. Da sind ein paar Größenwahnsinnige droben, die das probieren und gar nicht wissen, was sie tun. Aber sie können nicht das Klima manipulieren. Ja, bitte unterscheide zwischen Klima und Wetter. Ja, das Wetter ist die Folge vom Klima und das Klima ist das Management der Urkräfte der Erde hier im Endeffekt, der vier Elemente. Und wenn dieses Management aus dem Ruder gerät, dann gerät auch... Dann gerät auch? Ja, ich habe ein Feuerwerk hier, die feiern. Ja, dann gerät auch und du warst, glaube ich, noch nicht fertig. Erzähl ruhig weiter. Nee, ich war damit eigentlich fertig. Man darf, und wenn man hier, sage ich einmal, sich eine Meinung bilden sollte, und ich finde das ganz wichtig, dass man sich eine Meinung bildet, dann darf man nachschauen, aber bitte objektiv, ja, und selber prüfen an den Momenten, wo es unstimmig wird und nicht auf andere hören. Andere haben nur ihre eigene Wahrheit und man sollte zu seiner eigenen Wahrheit kommen, indem man vielleicht aus der Wahrheit der anderen rausschöpfen kann, ja, wie ich es anfangs gesagt habe. Aber nicht eine Wahrheit aus der Wahrheit anderer formulieren, das ist der falsche Weg, das ist separatives Denken und dieses Denken ist nicht das Denken, was in biologischen, natürlichen Systemen existiert. Die funktionieren dissipativ, ja, und deswegen sollte man auf diese Zitate vor allem von Wissenschaftlern keinen Wert legen, die noch dem Aktualismus unterlegen sind, weil die können gar nichts anders sagen. Danke. Ne? Und Hans, wir gehen direkt weiter, weil die Zeit ist begrenzt. Es gibt sicher einen Achtdoc, wo du das alles ausdiskutieren kannst. Wir wollen einfach auch jetzt unsere
Redner hier zu Wort kommen lassen. Danke, einfach aufschreiben und dann kann man nachher nochmal ansetzen. Hendrik, danke für deine Worte. Gehen wir zum Jenne rüber. Jenne, guten Abend. Ja, hallo nochmal. Ja, erstmal bedanken für die schöne Ausführung und klare Aufzeigung. Und du hast vorhin noch so ein paar Sachen angesprochen, da, also das ist, also ich sehe das auch so, dass das so gemacht worden ist, dass wir alle zum Supermarkt gehen und alles dieses leere, künstlich erzeugte Nahrungsmittel halt da kaufen, damit alles natürliche, ne, weil umso mehr Menschen das wissen, ne, die wollen das ja schon alle gar nicht mehr kaufen und versuchen regional und saisonal einzukaufen. Und ja, was macht man, wenn das nicht mehr geht? Dann ist man doch wieder darauf angewiesen, zu diesem Supermarkt zu gehen und das doch wieder zu unterstützen, was eigentlich hier mit den ganzen Lebensmitteln und uns da passiert. Und ja, mit den Tieren, das also braucht man ja gar nicht weiter aufzeigen. Ja, dieses mit den CO2, das hat vorhin schon jemand aufgezeigt. Ja, das ist ja, das gehört ja mit zur Lebensentstehung. Und wir hatten es heute Nachmittag darüber, weil wir deine Seite angeguckt haben, Hendrik. Und da hast du sehr tolle Videos und das hat uns dann auch angeregt, da nochmal so drüber auszutauschen. Und dann hieß es auch, ja, das ist nur 0,01 oder 2. 3%, also 0,01 Stunde, ja, okay, wo das mit der CO2 verändert ist. Und ich hatte dann so aus meinen Gedanken raus dann schon so ein bisschen zusammengesucht. Und ja, natürlich, das kann ja nicht hochgegangen sein, weil im Prinzip haben wir ja viel, viel Wälder abgeholzt und Regenwälder. Und das ist ja mit, das produziert das ja auch alles, das CO2 und Sauerstoff. Und ja, und darum ist das halt für mich in meinen Augen schon mal Fake mit den CO2. Dazu kommt, dass das als Ablenkung ist, von dem Feinstaub abzulenken, was halt in den Städten und das schon solche Ausmaße angenommen hat. Und zwar ist da nicht mehr der alte Diesel die Schuld, sondern die Katalysatoren, der Feinstaub, der da unten rauskommt, der wird immer kleiner und kleiner, bis hin zu Nanoteilchen. Und das ist auch das Problem. Deswegen weigern die sich ja auch gegen diese Messstationen. Sie geben nur die Messstationen vor, wo sie stehen dürfen. Wenn man da guckt, sind es überhaupt gar keine Brennpunkte oder die stehen da völlig falsch. Ne, die müssten ja an Hotspots, wo viele LKWs langfahren und halt viele Diesel und sowieso viel, viel Verkehr ist, um das aufzuzeigen. Aber das darf nicht, weil denn das mit dem Feinstaub, also alle Skalen durchbrechen würde, was, ja, wie schlecht es doch dann ist. Ja, und dann, was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Also diese mit dem Erdbeben und den Naturgewalten in der Vergangenheit hatten die das, also hat man das benutzt, halt auch um die Menschen zu dieses Teile und Herrsche und Angst hat schon immer funktioniert in diesem Märchen. Und so haben die das dann auch für sich benutzt. Und wenn man das jetzt aber was aufsieht mit diesen Erdbeben, also wir wissen das alle, wenn wir von früher von der Schule, von der Erdkunde, wenn es ein Erdbeben gibt, dann gibt es Vorbeben, Hauptbeben, Nachbeben. Die letzten Erdbeben, die wir hier alle gehabt haben, die waren mit einem Knall von der Stärke von 6 bis 8 und waren mit einem Knall und das war das Beben und dann war wieder Ruhe. Also da gab es kein Vorbeben und kein Nachbeben. Also daran kann man das unterscheiden, ob das jetzt reales Erdbeben, also ein natürliches Erdbeben ist oder ein künstlich erzeugtes Erdbeben. Und ja, das hatte ich mir jetzt so ein bisschen auf den Zettel geschrieben. Und ja, sag dann nochmal danke, Hendrik. Ja, danke dir. Und dann gehen wir zum Roman rüber. Hendrik, oder gibt es ein paar Worte zum Jenne?
Nee, das ist alles schön gesagt. Was die Erdbeben betrifft, möchte ich einfach sagen, ich habe von Veränderungen im Erdkern gesprochen. Das heißt, der bremst sich ab. Und was passiert, wenn sich was abbremst? Es erzeugt Hitze. Und diese Hitze führt natürlich dazu, dass sie dann nach außen abgegeben wird. Wir haben jetzt auch zum Beispiel neue Untersuchungsmethoden, wo man gesehen hat, dass vom Erdkern, also vom inneren Erdmantel, unwahrscheinlich viele Plasmagase, also Plasma, wie soll man sagen, Violen oder so Cluster aufsteigen, die eisenhaltig sind und die produzieren in der Erde zum Beispiel seismische Wellen. Man kann natürlich mit Hab auch Erdbeben produzieren, auch mit den Mikrowellenwaffen, das ist vollkommen klar. Aber wir haben schon ein natürliches Aufkommen von Erdbeben, eben weil sich der Erdkern verändert hat. Auch die Achse hat sich leicht verschoben, ja, wie man bei den Inuit-Indianern sieht. Da gehe ich gar nicht nach der Wissenschaft, da gehe ich nach den Naturvölkern, die nach den Sternen sich orientieren und die verlaufen sich alle, wenn sie sich nach den alten übertragenen Lehren orientieren, weil sich da eben alles verändert hat. Und die Veränderungen sind natürlich an den Polen am besten sichtbar. Ne? Aber es ist schon so, dass sich unser Erdkern verändert hat und das führt zu Spannungen auf der Oberfläche. Dann kommt noch dieser Potentialaustausch, der diese Spannungen anschiebt. Ne? Und das können wir überall sehen. Alle Störzonen auf der Welt sind momentan im Arbeiten, ob das die Anatolische Platte ist, ob das die Tyrrhenische See ist, wo unter anderem auch die Phlegräischen Felder mit drinnen sind, die Ionische See. Ja, also wir haben überall dieselben Bilder und es ist ja nicht so, dass das Einzelereignisse sind. Wenn es Einzelereignisse wären, würde ich sagen, okay, da hat vielleicht einer ein bisschen geoengineert, aber es sind keine Einzelereignisse, es sind kumulierte Ereignisse, die einen systemischen Ablauf aufzeigen, ja, einen systemischen Charakter aufzeigen. Und von daher würde ich das Geoengineering wirklich nicht so in den Vordergrund stellen, ja. Es hat da keine Wirkung. Natürlich kann ich ein Erdbeben verstärken, wenn ich das will, aber die Erdbeben selber, die kommen aus den Veränderungen unserer Erde. Dankeschön. Und dann sage ich guten. Ja, Jenne möchte noch was sagen. Ja, also genau. Da, also kurz bitte, gell? Viele Faktoren, wie Hendrik das gerade schon aufgezeigt hat, die da zusammenkommen. Und zu den Geoengineering, in den 50er Jahren kam abends in den Nachrichten, damals war es ja noch einfach mit den, ne, am Anfang des Fernsehens, aber da kam schon in den Nachrichten, da gibt es Berichte drüber auch, ne, das Video noch darüber, wo er in den Nachrichten offen darüber redet, dass sie die Möglichkeiten jetzt haben, das Wetter zu manipulieren. Wollte ich nur noch mal mit anheften dann. Danke, dann kann der Hendrik nachher auch noch drauf eingehen. Hendrik, kannst du ja mal aufschreiben, ne? Und vielleicht kommt das ja noch zur Sprache. Und jetzt gehen wir mal zum Roman rüber. Roman Reuter, guten Abend. Ja, hallo nochmal. Also, eine geballte Sendung heute, man weiß ja schon gar nicht mehr, wo man überhaupt ansetzen soll. Wir haben echt gar nichts ausgelassen. Zum Beispiel das eine, was der Armin erklärt hat, da mit der expandierenden Erde, da bin ich auch vollkommen bei ihm. Weil, wenn man schon mal die von Professor Karl-Heinz Jakob die Studien anschaut, der hat da die Studien von Hildenberg mal aufgegriffen, indem er Sand unter elektromagnetische Spannung gesetzt hat und da hat er genau bewiesen, wie Kristalle und Gesteine animiert werden können zum Schnellwachstum, ja. Wie sie dann eben Gebirge auch ausbilden können, hat dieses Experiment ganz genau bewiesen. Und ja, und wenn man zum Beispiel auch von Heinz Huber, genau so hat der Carsten mit dem Vogel und der Herr Vogel, die haben zum Beispiel die Erdexpansion auch so bewiesen, indem sie einen Luftballon aufblasen haben und da hat sich nachher die Kontinente rausgebildet, die wir heute haben. Also war die Erde früher ein reiner Wasserplanet und heute ist er um einmal das Doppelte angewachsen, unsere Erdkugel. Das bedeutet, die Erdmassen werden immer mehr und das Wasservolumen allerdings bleibt immer gleich oder signifikant nur etwas mehr. Die Landmasse wächst auf alle Fälle schneller an wie die Wassermassen, weil ja von all auch noch Wassermassen zukommen können, das muss man schon noch bedenken. Aber diese habitablen Zonen, die dann entstehen bei diesen abwechselnden Kataklysmen, die immer wieder dann auftreten in den paar Jahrtausenden, da werden immer größer die habitablen Zonen, also da, wo man sicher ist, weil man schon mal von den Überschwemmungen dann durch die Landzunahme immer weniger dann bedroht wird von Katazyklus zu Katalyzismen, ja.
So, dass man mal vielleicht auch diese Katastrophen vielleicht mal ein bisschen positiver sehen kann, dass da nicht immer mehr Menschen sterben. Man ausgerottet hat uns noch keine einzige Katastrophe, das muss man auch schon mal den Positiven zugute halten. Und ja, kommen wir mal zu Hab auch rüber. Jetzt hast du auch so toll erklärt, wie da die Ionisphäre ausgebeult wird. Da kann man auch Hitze erzeugen. Da hat der Hans ja auch tolle Koryphäen aufgezählt, die sich mit Geoengineering befassen. Dazu möchte ich vielleicht einfach mal in Deutschland im Raum bleiben. Da wäre ein Altnickel. Da ist alles, was sie super erklärt, ja. Der hat ja zum Beispiel auch nicht nur Geoengineering erforscht, sondern auch erklärt, dass er auch neben UVB die UVC-Strahlung gibt. Und die wird immer fundamentierter mehr, seitdem ja die Ozonschicht entsteht. Und das sieht man vielleicht einfach mal auf mit diesen Atomtests. Und dann braucht man ja mit so einer FCKW-Lüge daherkommen. Und dann sind wir von dieser schädlichen UVC-Strahlung auch nicht mehr wieder abgeschirmt, weil irgendwann wird sich das sicher hoffentlich auch wieder regenerieren, diese Ozonschicht. Und ja, und die Stürme, wie du gesagt hast, Hendrik, in Amerika was immer mehr werden. Muss man halt auch bedenken, Amerika ist ein riesengroßes Agrarland, was die kilometerweit Felder haben, was die Millionen von Kühen, nicht nur Getreide, auch Kühenfelder haben, wo Millionen von Kühen stehen, da hat man Wälder wegholzen müssen. Wenn Regenwald und Gemeinwohl generell die Wälder einmal wieder mehr aufholzen würden, würden weniger Wirbelstürme entstehen. Das ist einmal fundierter Fakt, was unaufrüttelbar ist. So haben wir alle recht. Jeder, der hier gesprochen hat, hat recht gehabt. Das hat der Hendrik ja auch gesagt, es kommt von vielen Seiten auf uns zu. Axel Klitzke kann man noch empfehlen, vielleicht über den, wie sich das unser Sonnensystem aufheizt, was der Hendrik ja auch gut erklärt hat. Saturn wächst dann, die Ringe verschluckt er dadurch. Natürlich ist aber auch der Professor Dr. Werner Kirstein auch zu empfehlen, weil überall findet man Perlen aus diesen Menschen raus. Genauso wie bei Hartmut Bachmann, ja, oder Dr. Wolfgang Thierne ist ja auch schon, glaube ich, erwähnt worden. Genau. Ich schreibe mal kurz auf meinen Zettel, ob ich vielleicht noch was, vielleicht sieht man nicht nur die Wälder aufhören zum Abholzen, sondern auch mal die Meere in Ruhe lassen, nicht nur Plastik, die Öle sorgen dafür, dass Plankton überhand nimmt, weil Tiere absterben, die sich von dem ernähren, ja. Ähnlich wieder, vor allem wenn wir zurückkommen zu unserem wahren Umweltschutz, das ich ja vorher schon, ja, eigentlich schon so angedeutet hatte, ja. Genau. Vielleicht kann man auch die Geburt der Klimalüge-Katastrophe erwähnen, so wo ein Unternehmer backt aus. Das ist ein tolles Video, das möchte ich vielleicht auch noch erwähnen. Wo man sieht, wie doch diese Lobbyisten unter der Fuchtel der Konzerne, diese ganzen Punkte, die ich aufgezählt habe, sie müssen nicht erwähnen, ich will anderen nur Zeit geben, dieses eigentlich in die Welt setzen, ja. Wir müssen das Schutzschild einfach wieder schützen, das haben wir UVC geschützter. Das habe ich eigentlich alles erwähnt. Vielleicht die Kinder würde ich nicht zu früh mit so einem Thema belasten, vielleicht erst ab 14 Jahren, weil Kind hat da recht, Kind sein zu dürfen. Wir Erwachsene haben die Welt kaputt gemacht. Wir Erwachsene sorgen dafür, dass auch natürliche Katastrophen besser abgewehrt werden könnten. Also sind wir Kinder einfach mal noch Kind werden lassen. Mit 14, 16 Jahren können es nur früh genug den Wahnsinn erfahren, was da auf einer zukommt. Ja. Ja, der kleine Winter kommt zurück. Wir entfernen uns aus einer Eiszeit, aus dem Mittelalter, möchte ich auch einfach erwähnen. Und zu meinen Analysen von den am Schluss, jetzt ganz zum Schluss, möchte ich noch was anhängen. Ich habe ja erwähnt, wie ich da diese Thermostatwerte in Salzburg gemessen habe. Da möchte ich aber auch noch erwähnen, dass so nach 4-5 Tagen Sonnenschein, 2-3 Tage Regentage ist, immer in Abwechslung. Also so ein Jahr wünsche ich mir echt. Und okay, bin schon wieder neugierig, was muss wir tolle Ideen jetzt noch vielleicht reinkommen. Vielleicht noch Schluss, die Streifen von Hab, ja. Das, was dann Chemie runterkommt, ja, ist ja nicht nur, dass ein Gewächshauseffekt durch die Wolken erzeugt wird, durch die Chemtrails. Auch die Chemikalien können ja auch gewisse Felder, die Pflanzen davon abhalten, Wasser voll
in hundertprozentiger Leistungskraft aufzunehmen? Gibt es da vielleicht auch irgendwelche Studien? Weil, wieso kann man es verwelken, wenn genug Regen da ist? Bei Böden, die was noch nicht so, was noch ein bisschen was halten können, weil es Wurzelwerk haben und so. Okay, somit gebe ich weiter und ab. Danke. Ja, danke dir, Roman und Hendrik, dein Mikrofon. Ja, das war jetzt alles sehr stimmig, klar. Ich sage mal, natürlich, wir können hier eingreifen, Ionosphäre, wir reden hier, das ist so ein Problem, wir reden hier immer so ganz lapidar und benutzen Wörter. Wenn ich Ionosphäre sage, dann spreche ich eigentlich von einem Mysterium. Noch kein Wissenschaftler auf der Welt hat die Zusammenhänge der Plasmachemie in unserer Atmosphäre erforscht. Ja, da gibt es kein Wissen drüber. Und trotzdem geht man mit Maßnahmen rein und macht da irgendetwas. Das war ja auch das, was Nick Beckett schon gesagt hat. Es gibt da ganz, ganz große Risiken, wenn man da Vakuolen trifft, Vakuolen mit dem habt, dann können hier Explosionen entstehen, die die ganze Erde zerstören können. Also das Zerstörungspotenzial wäre schon da. Ja? Was die Kinder betrifft, möchte ich einfach sagen, ich habe mir das wirklich gut überlegt, du hast vollkommen recht, Kinder müssen Kinder sein. Aber wenn ich die Kinder in so einer Zeit habe, dann möchte ich, dass, wenn irgendetwas passiert, meine Kinder keine Angst mehr haben und mit einem klaren Verstand und einem klaren Gedanken rausgehen und mir darüber schon mal geredet haben. Wir reden hier alle theoretisch. Keiner von uns, der hier zuhört, hat einmal einen Vulkanausbruch, einen großen erlebt. Alleine wenn die phlegräischen Felder kommen, wir haben keine Ahnung, wie sich das auswirkt. Szenarien, die sich hier abspielen, heißen, dass am Tag nach diesem Ausbruch die weltweite Börse zusammengebrochen ist. Wir werden, je nachdem, wie stark der Ausbruch ist, über ganz Europa eine vulkanische Wolke haben. Wir kennen das von Moses Auszug aus Ägypten. Da ist der Santorin damals gekommen. Der hat einen Vulkanexplosionsindex von 6. Der liegt also noch eins unter die phlegräischen Felder. Und wir haben damals die Folgen schon gesehen. Was Wasser betrifft, das verändert sich in sehr, sehr schneller Zeit. Es wird dann hier nichts mehr zum Essen geben. Und auch je nachdem, wie dicht die vulkanische Asche ist, wird auch die Mobilität eingeschränkt werden. Man wird also immer mehr beschränkt auf sein direktes Umfeld, weil man nirgendwo mehr hin kann. Es kommt nichts mehr rein, kein Flugverkehr. Der Bahnverkehr ist vielleicht gar nicht mehr möglich. Und diese metallischen Partikel in der Vulkanasche, die führen natürlich bei allen elektrischen Geräten zu Kurzschlüssen, sodass eben auch hier die Gefahr sehr groß ist, dass wir hier komplett wieder in die Steinzeit zurückfallen oder zumindest sehr, sehr große Abstriche machen müssen in den normalen Abläufen, die wir heute kennen. Das muss man einfach mit berücksichtigen und sich solche Szenarios einmal vorstellen, ohne dass man Angst hat und sich dann fragen, was mache ich denn da eigentlich? Weil es sind reale Gefahren. Und ich sag's einmal so, es ist nicht nur ein Vulkan, wie wir es in der Vergangenheit gehabt haben, oder ein Supervulkan. Wir haben in Neuseeland den Taupo-Supervulkankomplex, der seit 2 Jahren hochaktiv ist. Der ist täglich aktiv, White Island, täglich aktiv. Da sammelt sich bereits Schwefel in den Seen da unten. Das ist ein Riesenvulkan, der genauso stark ist wie der Yellowstone-Vulkan. Wir haben am Yellowstone das Thema, dass der kurz vorm Ausbrechen steht. Jetzt ist auch noch in Kalifornien die Long Valley Caldera aufgewacht, ja, die 760 oder 670.000 Jahre Ruhe gegeben hat, von heute auf morgen wiedergekommen und ist seitdem daueraktiv. Also wir haben viele, viele, viele solcher Vulkane und die kommen wahrscheinlich, wenn es soweit kommt, und das sind eben die Veränderungen im Erdkern, dass sich der ausdehnt, mehr Magma produziert und gerade die Supervulkanen hängen an den Mantelpumpen. Die kriegen also ihr Lava nicht über die Subduktion von den Landflächen, die unter andere Platten gehen und aufgeschmolzen werden, sondern das sind Mantelpumpen, die aus dem Erdmantel direkt in die Vulkane gehen. Wir sehen auch die Hotspot-Vulkane, ne, auf La Reunion und auf Hawaii, die hochaktiv sind. Der Ausbruch letztes Jahr, Hawaii ist der größte Vulkan, ne? Das ist ein Wahnsinn gewesen und der ist bereits wieder am Kommen. Ne? Also das heißt, wenn wir hier
wirklich nur von temporären Dingen zu tun hätten und kein Kataklysmus in Aussicht stehen würde, dann würden es Einzelereignisse sein. Ja. Wir haben aber hier keine Einzelereignisse, sondern Serienereignisse. Ja. Und die potenzieren sich jeden Tag, kommen da mehr dazu. Es ist nicht so, dass weniger wird, es wird immer mehr. Deswegen denke ich schon, sollte man eine Aufklärung machen. Die Kinder sollten wissen, wie sie sich auch verhalten müssen in Notfällen, denn Angst bringt dann da gar nichts. Da wird man ein sicheres Opfer. Und wenn es nicht so kommt, haben sie auf alle Fälle ein wertvolles Wissen für Gefahrensituationen. Und wenn es so kommt, werden sie dankbar sein und haben die besten Überlebensmöglichkeiten. Ja, nur ganz kurz. Mag bei wenigen Kindern funktionieren. Du kennst deine Kinder. Schwalanik, da gebührt dir das Vorrecht, generell zu entscheiden, was deine Kinder aufnehmen können. Aber im Allgemeinen, ob ich jetzt, würden die meisten Kinder, ob ich die Kinder jetzt aufklären würde oder nicht. Nehmen wir jetzt mal an, es würde jetzt auf einmal neben uns ein Vulkan ausbrechen, was wir noch nicht einmal gewusst haben, ja. Die Kinder würden aufgeklärt oder unaufgeklärt durchdrehen. Sie würden schreien, sie würden ausflippen, weil sie Kinder sind. Und da kannst du vorher Übungen gemacht haben, wie du willst, ja. Weil die sind keine Erwachsenen, die flippen aus, das wirst du dir nicht vorstellen können. Ah, deine aufgeklärtesten Kinder nicht, das kann ich da garantieren. Und da liegt dann uns als Erwachsenen die Pflicht, zu dieser Zeit, wenn das passieren sollte, die Kinder ja zu beruhigen natürlich, ja. Aber wenn ich jetzt mit einer dauernd Katastrophenwarnungen Übungen machen würde, dann würden die in einigen Tagen in ihrer Lebenskindzeit an etwas Schlimmes denken, Albträume kriegen und einfach nicht Kind sein können. Das ist einfach so. Danke dir, Roman. Ah, Henrik? Bitte. Da muss ich noch mal ganz kurz reingehen, weil ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Ich habe vor 14 Tagen an der Bruckmüller Realschule einen Vortrag gehalten vor den 6. Klassen. Da ist genau um dieses Thema gegangen. Leider ein bisschen zu wenig Zeit gehabt, aber mein Sohn, der war ja auch dabei und der hat die Rückmeldungen dann bekommen, die ich nicht mitbekommen habe. Und die Kinder hatten keine Angst, ganz im Gegenteil. Sie haben das als sehr interessant empfunden. Ja, und waren also sehr offen dafür. Ich glaube, Kinder denken anders wie wir Erwachsene, weil wir haben schon eine extreme Prägung, die wir unser ganzes Leben durchziehen. Und wir sind geprägt, Angst zu haben, weil das System uns über die Ängste kontrolliert. Bei Kindern ist diese Angst doch nicht so weit ausgebreitet. Ich glaube, die sehen das noch viel objektiver. Und ich sage ihnen ja nicht, da verglühst du in der Magma und dann ist bloß noch ein Proteinbrei übrig. Sondern ich erzähle einfach, wie unsere Erde funktioniert. Und den Rest, der kommt dann von den Kindern und die kommen ganz von selber drauf, dass es gefährlich sein könnte. Aber die setzen sich nicht mit der Gefahr auseinander hauptsächlich, sondern die setzen sich damit auseinander. Die erste Frage, die kam, ja, was kann man tun? Und das ist bei den Erwachsenen nicht. Da merke ich sofort Widerstände. Ja, und das wird so und so und das passiert eh nicht und das ist alles nur Panikmacherei. Da muss ich sagen, ist meine Erfahrung hingehend, dass die Kinder wesentlich offener sind und wesentlich besser auch in einem Dialog zu bringen sind. Nein, das stimmt nicht. Ich habe viele Kriegsberichte gesehen, brauchte nur ein Krieg sein. Es gibt kaum ein Kind, das da normal reagiert, aufgeklärt oder unaufgeklärt. Weil wenn eine Katastrophe da ist, flippen's aus, dran, durch. Ob du mit einer geübt hast oder nicht. Du musst als Erwachsener geübt haben, das Kind bei der Hand nehmen und sagen, bitte folge mir, horch mir jetzt zu, tu, was ich tue, und dann passiert da nichts. Das ist das Einzige, was du sagen dann musst in dieser Situation. Wenn du mit einer vorher übst, ja, ein paar wenige, sage ich ja schon, die sagen vielleicht, ja, das ist cool, ja, spannend, weil es noch Theorie ist. Vor allem auch in der Schule ist ja ein Gruppenzwang da. Aber wenn man dann mit den Kindern alleinig einzeln spricht, dann denken die ganz anders, da sagen sie ganz andere Aussagen. Ich als Kind als Beispiel kann das auch noch wiedergeben. Ich bin ein paar Mal als Kind mit Krieg konfrontiert worden, obwohl ich gar keinen Krieg erlebt habe. Ich habe geschrien, ich habe biezelt, ich habe gerät, ich bin durchgetraut, wenn mir einer gesagt hat, der dritte Weltkrieg steht vor der Tür. Das hat mir mal einer als 8-jähriger Mann mir gesagt, ich habe eine ganze Woche nicht mehr schlafen können. Meine Mutter hat Sorgen gehabt, wie es mich noch beruhigen kann. Bei mir war es ab Tschernobyl, da haben die mir meine Jugend zerstört. Ich habe ab dem 14. gedacht, wir essen jetzt lauter verstrahltes Zeug. Diese Panikmache, das ist nicht das Richtige wertig. Wir müssen wissen, dass wir Reinkarnationsgedanken pflegen können, dass wir Wiedergeburt haben, dass wir vom Heiligen Geiste stammen. Und das ist wie in Hollywood, so ist es gestrickt. Ich muss es euch sagen, Leute, das Leben ist wie Hollywood. Wenn es nicht gut endet, dann machen wir weiter, bis der Film gut ausgeht. Ja, das war der Marc, nur für die Zuhörer, weil die Stimme nochmal reingekommen ist. Ja, Marc, ja, hast du
noch speziell was an Hendrik für den Abend von dem Vortrag her? Ein paar Worte von dir? Na, also generell, es gehört nicht zu meinem Recht, ihm nicht zu unterstützen in dem, was er sagt. Ich mag ihm mein Leben geben für das, dass du die Wahrheit sagst, hat Voltaire gesagt. Blavatsky gesagt, keine Religion ist höher als die Wahrheit. Ein Pfarrer sagt aus Österreich, das Gericht wird nur von Lügen bedient. Der Redaktionschef von der New York Times sagt, die Journalisten lügen gerade raus. Was die Leute brauchen, das ist Positives, Hoffnung und statt Angst und das andere war Verknappung, wäre halt eben die Wohlfahrt und die Liebe anzustreben. Aber das sind schöne Worte, ne? Das ist ein Hauen und ein Stechen unter die Leute. Ich sage nur, ich bin euch ein Freund, seid ihr mir auch einer? Ich hoffe es doch gerne aus der Ferne. Danke dir, Marc. Und ich denke mir, Hendrik, wir machen mal eine Musikpause und ja, schauen wir mal, wie Lösungen gänzlich auch für dich ausschauen könnten. Hendrik, hast du auch Lösungen da? Ja, natürlich, es gibt auf alles eine Lösung. Dafür gibt es Probleme, dass man Lösungen findet. Ja, super. Gut, dann machen wir jetzt Musikpause. Wir sind eben verzuckt mit der Musik. Und da haben wir Hubert von Geusen da. Und ja, das Alpen, die Alpen kratzen. Und lasst euch gut gehen. Musik ab, bis gleich. Ja, der Gute von Geusen, ein toller Song und ja, ihr seid heute bei Hendrik. Klimawandel aus Sicht des Katastrophismus. Und ich rufe mal den Hendrik, es geht jetzt um Lösungen zumindest und bin gespannt, was wir alles hören dürfen. Hendrik, dein Mikrofon. Ja, also ich muss sagen, ich kenne natürlich dieses Gefühl, wenn man sich in so katastrophistische Bewegungen reinbegibt und die vage Möglichkeit besteht, dass sowas eintreten könnte. Ja? Das ist die Kraft der Gedanken. Man geht dann mit der Imagination da rein und das macht einen dann erst einmal Angst. Man hat es ja noch nicht wirklich erlebt. Da spiegeln sich auch viele Ängste, die in einem selber angelegt sind, wieder in dieser Konfrontation, die mit der Realität einmal in erster Linie noch gar nichts zu tun haben. Ja? Die Realität schaut dann meistens ganz anders aus. Das ist oft so bei Menschen, auch mit chronischen Ängsten. Ich habe ja auch über 10 Jahre Mentaltraining gemacht. Allerdings gehe ich da andere Wege. Ich gehe nicht nach dem klassischen NLP-Prinzip, sondern ich gehe nach einem Befreiungsprinzip, diese ganzen Programme, die in uns drinnen sind, aufzulösen. Und das hier ist, wir reden ja auch hier immer von einer geistigen Entwicklung und geistigen Erhöhung. Und die ist natürlich in solchen Zeiten, wo sich alles auflöst, alles am Auflösen ist, am geeignetsten. Das heißt, wenn ich etwas nicht mehr will, schauen wir uns einmal unsere Gesellschaften an. Keiner ist mit der Politik zufrieden, keiner ist mit der Wirtschaft zufrieden, wie mit den Tieren, der Umwelt und alles umgegangen ist. Wenn ich mir anschaue, was man alles machen müsste, um wieder Ordnung und Menschlichkeit in dieses Leben zu bringen, ja, da wäre ich mit dem Arbeiten nicht mehr fertig, weil wir im Grunde zugelassen haben, alle, und da muss sich jeder an der eigenen Verantwortung packen, die dies getan haben und die dies zugelassen haben. Ja, wir haben einfach versäumt, richtig zu handeln. In solchen Zeiten kann einem das sehr bewusst werden und man kann aus den alten Fehlern lernen. Das ist natürlich unangenehm, nicht angenehm, ja, und das versteckt man natürlich lieber hinter schönen Worten, ja, aber das ist nicht mehr möglich. Auch das Ausblenden ist für mich nicht mehr möglich. Wenn ich heute in die Natur gehe, dann sehe ich keine Natur mehr, die frohlockt und die aus sich heraus existiert. Ich sehe eine Natur, die stark gequält ist, die in den Knien ist und das tut mir weh. Ich habe natürlich auch mit Baummeditationen und sowas, die ich jetzt auch verstärkter mache, weil ich auch Informationen suche, weil ich natürlich auch mich in das Feld unserer Natur einlocken möchte, um zu spüren. Denn wir haben heute schon gesehen, der Mensch ist viel zu klein, um groß was zu wissen. Was will man in einer Millisekunde, die ein Menschenleben bedeutet, von einem Organismus wirklich wissen, auf dem man lebt? Wir haben also nur eine temporäre Wahrnehmung unseres Lebens, wie es sich jetzt gerade abspielt, und das kann im nächsten Moment wieder ganz anders sein. Ja, Menschen, die existieren jetzt aus Sicht der Erde vielleicht ein paar Sekunden, 5 bis 10 Sekunden oder was. Was will ich in der ganzen Menschheitsgeschichte in diesen 5 bis 10 Sekunden für eine Wahrheit
ja, über unseren lebendigen Organismus Erde postulieren können, was will ich da für eine Wahrheit für mich? Ich kann nur die temporäre Wahrheit für mich aufnehmen und nach der gehen. Und das ist im Grunde auch mein tieferer Sinn meines Seins, dass ich bewusst im Moment bin und die Impulse des Moments aufnehme, sie erkenne und mich von diesen Momenten leiten lassen, nicht von irgendwelchen Zitaten, sondern von meinem Gefühl. Und dazu muss ich natürlich auch die ganzen Ängste und alles, was mich an diesem Gefühl verhindert, aus dem Herzen bekommen. Und wenn dieses Thema noch jemanden Angst macht, dann ist der Kataklysmus im Endeffekt nicht die eigentliche Ursache der Angst. Die Angst ist, auf einer ganz anderen Ebene zu finden. Was ist er nicht bereit loszulassen zum Beispiel? Was glaubt er zu verlieren? Wo sind seine Wertigkeiten platziert? All das sind Fragen, die mit einem solchen Wandel, in dem wir gerade drinnen sind, natürlich nach oben kommen. Ja? Und das zu positivieren, in schöne Worte zu packen, das finde ich falsch, weil ich damit jemanden die Möglichkeit nehme, sich objektiv mit sich, also sein Leben und der Situation auseinanderzusetzen, was ja eigentlich auch zusammengehört. Wir leben ja nicht separat neben dem Leben, sondern wir sind Teil des Lebens. Unser Problem ist nur, dass wir in einem Laufrad treten und dieses Laufrad erfordert unsere ganze Aufmerksamkeit. Da geht es nur um Kohle verdienen, dass ich am Monatsende alles zahlen kann und wie kann ich das und wie kann ich meine Rente absichern und was weiß ich. Was im Grunde auch alles nichts bringt, denn die Rentner, die alle gespart haben, die sind jetzt an der Mülltonne und die Gelder gehen ganz woanders hin, ja. Das bringt also auch nichts und diese vermeintliche Sicherheit, die man glaubt. Unsere Natur ist nicht auf Sicherheit aufgebaut, sie ist auf permanenter Veränderung aufgebaut und manche Veränderungen sind größer, manche sind kausaler. Das muss ich aber integrieren. Und das kann ich nur, indem ich sie bedingungslos annehme, auch meine Ängste bedingungslos annehme. Das ist jetzt für viele eine Möglichkeit, sich von ihren Ängsten zu befreien. Ich habe das selber erlebt, wie ich mich mit den Themen einlassen habe. Das hat vor über fast 25 Jahren angefangen, als ich da eingestiegen bin und ich habe auch schlaflose Nächte gehabt. Die sind natürlich nicht angenehm. Aber sie waren nicht falsch, weil diese Nächte, die haben mir Gedanken in den Kopf geschossen, die nur wenige denken, die sich damit nicht auseinandergesetzt haben und die das nicht akzeptieren. Ja, wenn ich es akzeptiere, dann komme ich in ganz andere Gedankenwelten, in ganz andere Imaginationen. Und vor allem komme ich auch dahin, dass ich sehe, was muss ich an mir verändern, dass ich überhaupt in einer veränderten Welt weiterleben kann. Und da gehört aus meiner Sicht dazu, wenn wir uns als Menschheit betrachten, das, was wir Leben nennen, es ist kein Leben. Das ist eine Gefangenschaft, wir leben in der Sklaverei. Und die wird in diesen Abläufen nicht mehr aufrechtzuerhalten sein. Aber meine Frage geht dann dahin, wer ist denn überhaupt fähig, noch in einer Gruppe wirklich konstruktiv zu arbeiten? Ich habe viele, viele Gruppen erlebt, wo sehr viel geredet worden ist hin und her, aber es war niemand da, der auch wirklich gehandelt hat. Da hat es immer einen gebraucht, der angeben musste, was alle anderen zu tun haben. Da gibt es keine Gruppen, die dissipativ agiert hätten und gesagt haben, du, ich kann das, das mache ich jetzt. Ja, und ich mache das, so wie in der Familie, wenn man sieht, der Mülleimer ist voll, dann tragt einer runter, da muss kein Oberhaupt da sein, der sagt, du machst den Müll. Wir brauchen da keine Organisationsstrukturen. Die ergeben sich aus einem freien Miteinander zusammenwirken, aus einem konstruktiven Zusammenwirken. Und die Bande, die alle Menschen eint, ist im Endeffekt die Überwindung ihrer Ängste. Über diese Überwindung werden wir frei, werden wir heil und ganz und können dann auch als heile und ganze Menschen miteinander kommunizieren und Lösungen finden. Ich habe natürlich für mich meinen Plan gemacht. Ja, ich habe den Plan auch erweitert in Gruppenarbeit. Aber da ist jeder selber gefordert, da kann es keinen geben, weil jeder hat andere Umgebungsvoraussetzungen und die muss man in seinem Denken mit einbeziehen und nicht hergehen und sagen, ja, aber der hat das gesagt und der hat das gesagt, ach, ich glaube dem, weil dann kommt schon nicht so schlimm. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, wie ich eingangs gesagt habe, ein Gefühl für das zu bekommen, was gerade abläuft, ja, und sich selber zu informieren. Ja, es hat überhaupt keinen Sinn, irgendwelchen anderen Leuten zuzuhören, die haben ihre eigenen Wahrheiten und unsere Wissenschaft, ja, das ist eine kommerzialisierte Wissenschaft, die
bringen ihre Artikel, ich arbeite auch mit vielen Top-Wissenschaftlern zusammen, die machen gar keine Veröffentlichungen, weil die selber sagen, ja, warum soll ich da irgendwas veröffentlichen, es ist meine Wahrheit, da brechen bloß riesige Diskussionen hervor. Aber das sind Menschen, die dann zum Beispiel in internationalen Forschungsgruppen in Epigenetik sich treffen, wo sich dann 5 oder 10 Individuen treffen, ja, die sich damit reinbringen, die die Wahrheit des anderen auch nicht attackieren, sondern diese akzeptieren und gucken, wo kann ich in diese Wahrheit mich einklinken, was kann ich damit reinbringen, um die zu erweitern. Das ist es, wo wir hin müssen, das nennt man dissipatives Denken und das wird uns nicht beigebracht und nicht gelehrt, das können wir nur aus eigenen Stücken lernen und müssen da kleine Schritte machen. Also erst einmal sich selber ganz und heil machen mit der Auseinandersetzung, auch wie ich mit Ängsten und Problemen umgehe, nicht wegschieben, keine Verdrängungsmechanismen nehmen, in die bedingungslose Akzeptanz gehen. Ja, und dann einfach einmal reinhören, was kommen da für Lösungen und Möglichkeiten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Angst ist ein Naturmechanismus. Den hat die Natur uns gegeben, wie wir noch am Speiseplan von anderen Tieren gestanden sind. Da haben wir Angst gehabt, weil uns die überlegen waren und diese Angst hat einen Fluchtinstinkt. Also sprich, eine Lösung, dass wir überleben können, hervorgerufen. Und dasselbe ist hier auch. Ja, und um das geht es letztendlich. Wir müssen jetzt die Gedanken denken, die noch keiner gedacht hat, weil er sich immer noch eingebunden fühlt in etwas, was es gar nicht gibt. Das ist eine Fiktion, eine Vorstellung. Unsere Arbeit dient der Erfüllung der Interessen anderer und die haben kein Interesse, uns damit einzubinden. Wir sind viel zu viel. Nach denen ihrer Ansicht gehört 95% der Weltbevölkerung weg und da arbeiten die schon seit Jahrzehnten drauf hin. Ja. Deswegen sehe ich da große Möglichkeiten, auch die Technologien. Ich sag's nur mal so, es gibt heute schon Möglichkeiten, wie wir das Plastikthema in den Griff bekommen können. Ja, wir können heute Reaktoren bauen und da Wertstoffe draus machen mit einer neutralen CO2-Bilanz. Aber wer findet sich, wer macht damit? Mit einem kleinen Geld kann ich jeden Tag, wenn ich so einen Generator aufstelle, 20 Tonnen Plastik aus unserer Umwelt bringen. Da sehe ich die Menschen, dass sie lieber posten und sich dann böse Gesichter da in die Posts reingeben, wenn man die verschmutzten Meere sieht, die Meerestiere, die am Plastik verenden, Wale vollgestopft mit Plastik. Aber keiner ist wirklich bereit, den Schritt zu machen und sagen, okay, jetzt übernehme ich Verantwortung, da mache ich mit und helfe mit, dass möglichst viele solcher Werke entstehen können. Das können wir jetzt noch tun, ja, weil den ganzen Dreck und die Gifte, die wir in unsere Umwelt gehen, die fliegen uns natürlich alle um die Ohren. Und gerade wenn es zu großen Überschwemmungen kommt, ja, wir haben das jetzt in Bosnien gesehen, in Serbien. Ich habe einen Freund, der da immer runterfährt, da hat es ja auch ganz heftige Unwetter in Juni, Juli gegeben. Die haben dort unten die hirnlos die Uranmunition verballert, haben die Munitionshülsen liegen lassen. Da ist alles radioaktiv kontaminiert, vor allem durch die Überschwemmungen. Ist das jetzt auf die ganzen Felder gekommen und hat sich noch weiter expandiert. Ja, also der Wahnsinn hört nicht auf und es muss darum gehen, dass man hier jetzt erst einmal noch Schadensbegrenzung macht und das Mögliche auch umsetzt, was da ist und nicht immer nach dem Unmöglichen schreit. Das sind die Chancen, die da sind und vor allem auch die vielen Technologien, die von den Konzernen und von unseren Politikern blockiert werden, die können wir in Vereins- und kleiner Gruppenarbeit, können wir umsetzen. Dazu braucht es Engagement, dazu braucht es Menschen, die sich auskennen, ja. Und dazu braucht es eben ganz genau diese dissipativen Verhaltensweisen, die wir nur aktiv in einer Gruppe erlernen können. Das kann man nicht theoretisch im Unterricht lernen. Und es ist ein Riesenproblem, aus Denkstrukturen auszusteigen, die wir seit Jahrzehnten als normal empfinden. Ja, also das einmal ganz oberflächlich gesagt, wenn jetzt noch jemand detailliertere Informationen zur Lösung möchte, das ist jetzt einmal mein Vorschlag. Und was heißt mein Vorschlag? Das ist meine Erfahrung, wo das Lösungspotenzial liegt und wie man dieses Lösungspotenzial, obwohl die Nachrichten nicht wirklich schön sind, aber dennoch konstruktiv nutzen kann. Danke dir, lieber Hendrik. Ja, ich eröffne einfach mal die Runde. Ausreden lassen und bringt euch einfach zum Hendrik ein und ab 10:30 haben wir noch eine Musikpause. Ja, 10:30 machen wir es ein bisschen später vielleicht auch. Hendrik, bist du noch bereit, maximal bis 23:15 zu überziehen? Aber natürlich, es macht mir eine große Freude und ich glaube, da geht auch was vorwärts. Von mir aus kann es auch bis um 12 gehen.
Ja, aber es ist ein bisschen lang. Wir müssen da zumindest für die Aufnahme ein bisschen kürzer treten. Oder wir lassen einen Song heute ausfallen. Ne? Okay, eure Runde und ja, bitte. Ich habe es gleich notiert. Dissipatives Denken Team, Dissipativ Denkgruppe, abgekürzt DDG. Ja, wieso nicht? Na, wieso gründen wir das nicht? Ich meine, der ein Puzzle vom Baustein ist ja als Netzwerk. Der Klaus Glatzel ist der Obmann und der Chef hier vom Server. Und wir hier alle Beteiligten, wir sind eigentlich mehr oder minder freiwillig, haben uns da wie ein Puzzle dazugefügt oder eben nicht. Und ich würde mich freuen, Hendrik, Sie oder dich hier mal öfter zu hören, ehrlich gesagt. Das wäre mein Denk jetzt. Mein Gedanke. Ja, gern. Gucken, wenn die Themen entsprechend sind, bringe ich mich da gerne ein. Ja, aber es gibt eben auch ab und zu Themen, da habe ich einfach nichts dazu zu sagen. Und bevor ich was Negatives sage oder etwas aus meiner Wahrheit sage, was den anderen dann korreliert, ich möchte ja keine Beiträge zerstören, weil jeder hat sein Recht. Aber es gibt eben, wie gesagt, viele Themen, mit denen ich nichts anfangen kann. Und da ziehe ich mich halt dann zurück. Und bei Themen, wo ich mich einbringen kann, gern bin ich jederzeit dabei. Ja, würde mich freuen, also so einmal im Monat oder vielleicht alle 6 Wochen, wenn wir mal das aufarbeiten könnten, was da alles an Fachwissen da ist, das kriegt man in 2-3 Stunden gar nicht hin. Ne? Ja, geht einfach mal die Runde und Hans Gruber möchte was sagen. Wer flackert einfach mal? Wer ist da am Mikrofon und mag? Ja, Franz Reutinger auch. Dann ja, einfach Gas geben. Ja, Hans, dein Mikrofon. Ja, noch eine Antwort zu deinen Aussagen vorher. Also erstmal, zitieren ist an sich nichts Schlimmes. Mir ist vollkommen klar, dass im Vordergrund natürlich die eigenen Überlegungen stehen sollten. Das, denke ich, tun sie auch in meinem Fall. Aber dann ist es natürlich auch gut, wenn man entsprechende Kenner zitiert. Und wenn ich jemanden wie Professor Werner Kirstein zitiere, der jetzt wirklich nicht Mainstream ist, sondern alle offiziellen Theorien des Mainstreams auseinandernimmt, und zwar in Details und mit genauen Belegen. Du hast immer Schaubilder bei ihm, wo er auch genau die Quellen angibt und so weiter. Dann ist das nicht irgendein Mainstream-Wissenschaftler. Ja, der hat dann schon ein Gewicht, der stellt sich ja auch gegen den Mainstream. Und das Gleiche galt für alle anderen Namen, die ich hier genannt habe. Das ist in meine Überlegungen eingebettet, das ist nicht einfach bloß nachplappern. Im Unterschied dazu, wenn man nicht zitiert, du hast zum Beispiel in all deinen Ausführungen, außer die Bezugnahme auf diesen russischen Wissenschaftler, nichts zitiert, keine Belege gebracht. Das sind also erstmal alles nur Geschichten. Aber das Ganze, Hans, was er gesagt hat, das Ganze heute Abend, es geht ja nicht nur um einen Punkt, sondern es geht um das Ganze erstmal zu kombinieren und zu verstehen. Und ich glaube, da ist schon wieder eine andere Essenz dann zu entdecken. Na, denke ich schon. Ja, nee, aber das Grundproblem ist ja, wir haben es mit einer wachsenden, bedrohlichen Wettersituation zu tun, am besten auf Nenner gebracht mit dem Begriff Wetterchaos, Wetterextreme und so weiter. Da habe ich ja ein paar Beispiele genannt. Da könnte man wesentlich mehr noch nennen. Das führt auch zu entsprechenden Verknappungen dann an Nahrungen, Schädigungen von Ernten und. Ja? Und da ist natürlich schon wesentlich zu schauen, was jetzt die primäre Ursache ist. Und da unterscheide ich mich grundlegend jetzt von Hendrik, indem ich sage, das ist das Geoengineering. Und da gibt es auch richtige Kapazitäten, die dir das in allen Einzelheiten auseinanderlegen. Jemand wie Mike Morales zum Beispiel mit einem riesigen Kanal, alle diese Wetterextreme, mit die jetzt zurzeit in den Nachrichten sind, macht er zu allen Einzelnen ein Video und zeigt er genau auf, wie das durch Geoengineering zustande kommt. Er kennt sich bestens aus mit HAARP, mit Geoengineering und so weiter. Die Grundprinzipien sind auch nicht so schwer zu verstehen. Du brauchst 3 Komponenten für die Wettersteuerung. Das sind einmal die Kondensationskeime, die werden über die Chemtrails laut
Professor David Keyes sind es 20 Millionen Tonnen Alu, die jedes Jahr in unsere Atmosphäre ausgebracht werden. Und das ist jetzt ein von höchsten Stellen gesponserter Mainstream-Wissenschaftler, der das auch offen zugegeben hat. Ja, also muss sich ja keiner der Illusion hingeben, dass das nicht irgendeine Auswirkung auf unser Wetter hat. Also 20 Millionen Tonnen Nano-Alu, die in die Atmosphäre ausgebracht werden. So, das sind Kondensationskeime. Dann brauchst du Wasser, Dampf, ja, das einzig wirkliche Treibhausgas übrigens auch, das hält Wärme. Das wird zum Beispiel primär über die ganzen Kühlstationen der Kraftwerke in die Atmosphäre gebracht, neben natürlich dem natürlichen Wasserdampf, der durch die Ausdampfung der Meere stattfindet. Aber der Wasserdampf, der durch die Kühlstation der Kraftwerke entsteht, den kannst du wiederum lenken, den kannst du gezielt einsetzen, das kannst du da aktivieren und da nicht. Und deswegen ist er für die Wetterbeeinflussung zentraler als der unkontrollierte Wasserdampf der Ozeane. Und das dritte Element sind natürlich dann die elektromagnetischen Strahlen. Da gibt es HARP, diverse Anlagen über die Welt verteilt. Es gibt schwimmende HARP-Plattformen. Es gibt die Next-Ray-Doppler-Radare in den USA. Viele, auch große Mobilfunktower können das. Das sind die drei Komponenten. Wenn du die hast, kannst du Wetter steuern. Wenn du zum Beispiel die Nanometalle in der Atmosphäre aufheizt über elektromagnetische Strahlen, dann kann sich kein Wasserdampf darum anlagern. Damit zerstörst du jede Regenmöglichkeit. So kannst du künstlich Trockenheit erzeugen. Wenn du umgekehrt es zulässt, ja, dass sich der Wasserdampf, den du ja wie gesagt auch künstlich herstellen kannst, um die Kondensationskeime legst, dann kannst du über elektromagnetische Strahlen auch die Wolkenfelder in entsprechende Gebiete lenken, wo sie dann abregnen. So kannst du Überschwemmungen erzeugen und, und. Ich meine 400 Patente, die auch alle detailliert sind, die du in allen Details nachlesen kannst. Und das seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich meine, ist doch offensichtlich, dass du das Wetter ganz massiv beeinflusst wird. Und dagegen kann man was machen. Diese katastrophistischen Ansichten, da kann man ja nichts dagegen machen, sage ich jetzt mal so. Es ist sowieso eine Randerscheinung. Ich habe mich da jetzt ein bisschen kundig gemacht. Katastrophismus ist so eine Randerscheinung in der Wissenschaft. Außerdem gibt es eine Querverbindung zum Kreationismus. Da gibt es also enge Verbindungen auch zum christlichen Denken. Ja, wahrscheinlich auch irgendwie Apokalypse-Gedanken dahinter oder sowas. Keine Ahnung. Ja, jetzt lassen wir das mal. Ich würde sagen, entweder geben wir jetzt mal das Wort dem Hendrik oder noch mal jemand anders. Lieber Hans, du kannst, also ich meine, Hendrik, geh ruhig auf die Inhalte ein, aber man muss mal unterbrechen jetzt langsam, weil wir haben noch mehrere Redner und Riesenpredigen jetzt nicht. Inhaltlich haben wir, denke ich, schon verstanden, was du rüberbringen wolltest zumindest. Hendrik, magst du was dazu sagen? Und ja, also ganz kurz, er nimmt da so Begriffe wie Kondensationskeime in den Mund und zitiert, wie gesagt, wieder irgendwelche Leute. Kondensationskeime gibt schon längst und ich zitiere nicht jeden, von dem ich hier berichte. Ja, das, was ich hier sage, das ist die Wahrheit von vielen, vielen Forschern. Ich mache mir nicht die Mühe, um da irgendwelche Links zu machen, weil ich bin hier als Hendrik und gebe meine Wahrheit hier raus, wie ich die Sachen alle recherchiert habe und wie sie sich für mich darstellen. Und ich sag's einmal so, Wertschätzung bedeutet für mich, dass ich mit einem Menschen kommuniziere, der mir seine Meinung sagt und nicht das, was andere sagen. Und er selber hat gar keine Meinung. Und wenn du jetzt auf die Schnelle an Katastrophismus nachgeschaut hast, allein die Aussagen, die du jetzt darüber gemacht hast, zeigen mir, dass du überhaupt keine Ahnung von dem Katastrophismus hast und wie der verraten worden ist vom Aktualismus, was zu den heutigen Machtstrukturen im Endeffekt führt und da wieder das Christenzeugs mit reinbringst. Absoluter Blödsinn. Hendrik Svensmark hat seit über 12 Jahren schon nachgewiesen, wo die Kondensationskeime herkommen und mit Alupartikeln bringst du keine Kondensationskeime rein. Wer das behauptet, der muss erst einmal gegen die wissenschaftlichen Belege von Hendrik Svensmark antreten und da hat es bisher noch keinen gegeben und der wird auch von der Mainstream-Wissenschaft komplett ausgegrenzt. Der hat schon lange das gesagt, was ich auch sage, das war einer meiner ersten, der mich überhaupt in diese Richtung gebracht hat, in die kosmischen Zusammenhänge mit der Klimaentwicklung und ich gebe da recht, die können das Wetter manipulieren, aber sie können nicht das Klima manipulieren. Ja, das zeigt mir, dass du das eigentlich gar nicht so richtig verstanden hast und unterscheiden kannst. Klima und Wetter sind zwei ganz andere Ebenen, die haben miteinander relativ wenig zu tun, außer dass das Wetter die Folge vom Klima ist. Und in dieser Folge, da können sie natürlich rumhampern, da gebe ich da vollkommen recht. Und das ist ein Verbrechen. Und schau da an, was sie machen, die Menschen. Sie machen gar nichts. Sie demonstrieren, sie tauschen sich aus, sie tauschen ihre Links aus und wer was gesagt hat. Aber passieren tut nichts. Was müsste passieren, dass man das unterbindet?
ermordet, man müsste aufstehen und die Leute alle aus dem Verkehr ziehen, die sich an diesen Verbrechen beteiligen. Und wer ist dazu bereit? Das ist die Frage. Auch das sind Themen, die mit Kataklysmus und Katastrophismus zusammenfallen. Ja, danke. Und jetzt geben wir das Wort zum Franz Reutinger, der war nämlich auch im Flackern, und an Roman Reuter. Franz Reutinger, bitte. Ja, hochinteressant, die Diskussionen mitzuverfolgen. Also anhand dieser Aussagen von Hans und von dir sehe ich einfach, wie schwierig es ist, eine bedingungslose Akzeptanz in einer querdenkenden Gruppe zu finden. Und das Zitieren von irgendwelchen Quellen ist sehr, sehr... Das, was der Hans sagt, ist einfach auf seiner Arbeit in den letzten Jahrzehnten und seinen Typ als Mensch hochinteressant, wie er die Sachen sieht. Henrik, deine Arbeit ist einfach super. Und wie du das alles integriert hast mit deinen Quellen, ich bin auch der Meinung, dass man Quellen nicht unbedingt dauernd zitieren muss, weil man hat sich mit Quellen ja lange Jahre beschäftigt und seine eigene Meinung, eine felsenfeste Meinung, die natürlich wieder weiterentwickelt wird, sich gebildet. Wir sind so verschieden aus meiner Sicht, meiner energetischen Arbeit seit den letzten 25 Jahren, auch das Thema Kinder. Also Kinder sind von Seele her, von ihren geistigen Veranlagungen her, von den Genpools, wo sie herstammen, grundverschieden. Kinder halten Wahrheiten aus, die stark strukturiert sind, in einem Maß, was andere Kinder, die einfach sensibler strukturiert sind, nicht damit umgehen können. Es hat das schon immer gegeben von der Verschiedenheit der Menschen an sich. Ich vergleiche das immer mit den Kriegsgefangenen, die von Sibirien zurückgekommen sind. Die sind nach Hause gekommen, haben wieder die Schaufel in die Hand genommen, egal was sie dachten oder welche Fehler sie machten, und haben aufgebaut und sind 95. Jetzt bist du ziemlich mit Aussetzern belegt. Mit einer unvorstellbaren Situation in sibirischer Gefangenschaft. Hallo, hört man mich? Ja, hast ein schlechtes Internet. Ja, red einfach mal weiter. Ja. Hört man mich noch? Ja, im Moment wieder. Okay, also sibirische Gefangene sind zurückgekommen und haben aufgebaut und sind 95 oder 85 geworden. Und andere Menschen sind beim ersten Schuss in die Ohnmacht gefallen, haben das nicht lange überlebt. Aber es sind ja tatsächlich nur Führungskräfte, also starke Menschen, die diese Führung im Denken und im Umsetzen vollziehen können, sind nur 5%. 95% sind verweichlicht. Und wir sind einfach in einer Situation der Selektion. Und ich glaube, jeder, der zum Beispiel mit Kindern umgehen kann, nur umgehen aus seiner Sicht und kann nur feststellen, sind das sensible Kinder, da kann ich das nicht sagen. Und andere Kinder, die haben eine große Stärke und die können sehr wohl schon mit einem gewissen Alter damit umgehen. Das heißt, die Verschiedenheit unseres Seins, wie Hans und Hendrik, ich und andere, die diese bedingungslose Akzeptanz, das dürfen wir in einer harten Arbeit verwirklichen. Ich danke dir für deine Arbeit, Hendrik. Ja, Hendrik, dein Mick. Ja, das war wunderschön. In Facebook, da hat er jetzt ein Herzteil gegeben. Fand ich toll. Konnte gar nicht groß was dazu sagen. Genieße ich jetzt einfach und lass die Worte auf mich wirken. Danke. Ja, super, super. Und dann Roman Reuter, bitte. Ja, also echt gelungene Sendung. Ich möchte vielleicht einmal
aufzeigen, warum ich jetzt wirklich sage, eine gelungene Sendung, ja. Da möchte ich heute, gibt's viele Gründe immer bei OkiTalk, verschiedene Gründe, warum sie gelungen sein kann. Heute möchte ich mal zwei hervorheben. Zum einen, weil einfach zu diesen schweren Themen man sich auch mit Lösungen befassen will und nicht immer nur in diesen dystopischen Gesprächen verweilen möchte, ja. Das ist schon mal ein extrem großer Pluspunkt, was man auf selten auf anderen Plattformen und Medienkanälen findet, ja. Und der zweite tolle Punkt ist das, so kann ich nur von mir ausgehen, wenn immer so eine OkiTalk-Sendung anfängt, dann nehme ich mir so einen kleinen Notizblock und dann schreibe ich mir immer so auf, was so, nicht nur Fragen, sicher stehen wir oft, wir können Fragen auf, die schreibe ich mir auf, aber manchmal werden auch so tolle Sachen von unseren Sprechern gesagt, wo man dann nur zur Bestätigung noch etwas ergänzend dazu hinzufügen kann und dann das noch viel ganzer wird. Und nach einer halben Stunde heute habe ich schon gemerkt, der kleine Notizzettel muss ich gegen einen DIN A4-Zettel austauschen, schon nach der ersten halben Stunde. Und dann kommen nur dazu die ganzen Sprecher dazu, ja, die auch so viele tolle Ideen haben, wie der Frank, der Armin, der Hans, der Hendrik, natürlich sowieso, aber auch der Jene und der Marc und so weiter und so fort und der Klaus, ja. Nicht immer waren wir uns warm, wir haben polarisiert und das ist auch ein sehr großes Pluspunkt, weil wir haben uns deswegen nicht den Schädel eingeschlagen, sondern einfach erkannt, dass wir alle nicht hundertprozentig recht haben, aber in vielen Punkten zumindest so bemerkenswerte Erfahrungen, Recherchen erlangt haben, so dass wir alle dieses Bild so toll ergänzend gemacht haben. Am Schluss bei den Lösungen möchte ich noch was hinzufügen, das was ich jetzt nicht aussprechen will, horcht einfach mal vielleicht, der Hendrik hat von Plastik gesprochen, gestern haben wir auf ein Plastic Planet gehabt, da haben wir auch viele Lösungen präsentiert, die zu diesem Thema heute Klimawandel auch passen, vorgestern die Landwirtschaft mit neue Wege, passt auch zu unserem Thema heute, da haben wir auch viele Lösungen präsentiert, die wir auch noch nicht angesprochen haben heute, das hilft Mutter Erde, an Werner Altnickel haben wir sowieso auch vor nicht allzu langer Zeit da gehabt, horcht da rein, dann habt ihr noch ein großes Bild, bei einem Artikel auf der Homepage habe ich noch ein paar Links eingefügt in der Kommentarzeile zu anderen Videos, sodass ihr selbst noch recherchieren könnt, weil ihr sollt uns nicht alles glauben. Das ist halt auch schon von Hendrik und von allen anderen glasklar rübergebracht worden mit Quellenangaben. Schon recherchiert es noch, ein paar Stichwörter, ein paar Videos habe ich noch hingeschmissen. Und ja, ich finde auch, wie der Wale gesagt hat, wäre toll, wenn wir die noch öfters hören, weil diese Sendezeit für so umfassendes Thema einfach ja, viel zu kurz ist. Und ja, somit danke und gebe ich wieder weiter. Danke dir, Roman. Hendrik, dein Mick. Ja, da gibt es nichts dazu zu fügen. Ich finde es auch sehr angenehm, dass man in einen Austausch kommt, in einen konstruktiven Austausch, weil das ist ja im Endeffekt die Grundbewegung des Menschen. Wenn man sich einmal unsere Zellen anschaut, die begegnen sich mit ihren Nachbarn, um sinnvoll miteinander zu interagieren. Nicht sinnvoll in dem Sinn, dass sich die einzelne Zelle erhöht, sondern diese Zellen, das ist eben auch dieses dissipative Denken, die gehen im Geiste, dass sie sich einbringen, für das Ganze etwas zu machen. Sie können sich als Teile des Ganzen sehen und wissen ganz genau, dass was sie fürs Ganze tun, auch für sie getan ist. Und das sind Voraussetzungen, wo man in einem Gespräch, auch in komplexeren Gesprächen, keine Energie verliert, sondern sich mit Energie und neuen Impulsen auftankt, die dann natürlich zur Erweiterung der Wahrheit führen. Ich meine, ich rede hier von meiner Wahrheit, habe ich auch ganz klar gesagt, ich handle danach. Für mich gibt es hier keinen Zweifel mehr. Zweifel ist ein gegengesetzter Glaube. Und durch das, was ich erfahren habe, was ich gesehen habe, was ich wahrgenommen habe, vollzieht sich das für mich so und ich stelle mich darauf ein. Und das ist es, was ich im Endeffekt rüberbringen will. Ich stelle mich, weil über einen anderen kann ich nicht reden, einfach als Beispiel dar, wie ich damit umgehe. Ja, und jeder darf sich das rausnehmen und kann natürlich auch sagen, wie lässt sich das bei mir oder so und so umsetzen, gar kein Thema. Und dadurch entsteht im Endeffekt der fruchtbare Austausch. Da geht es nicht darum, um Recht zu haben, ja, sondern es geht darum, mit Klarheit an die monokausale Ursache der Urproblematik zu kommen, die zu erkennen. Und wenn wir die erkennen,
dann sind wir im bedingungslosen Geschehen lassen drin, weil daran können wir nichts ändern. Und solange wir Wettermanipulation und Geoengineering verantwortlich machen, fühlen wir uns so, als dass wir dagegen etwas machen könnten. Und das ist ein Irrglaube, das ist Imagination, das ist Maya, weil wir uns hier mit wesensfremden und lebensfremden Themen beschäftigen. Ja, danke schön. Jenne, ja, Jenne, bitte. Dankeschön nochmal. Und ja, Henrik, also ich kann auch nur noch wieder mal sagen, deine Seite sehr wunderbar, wie du das auch alles da aufzeigen kannst und jeder sich damit auseinandersetzen kann, das zu verstehen. Und was dazwischen, was jetzt, also die Vergangenheit ist immer, ne, sag ich, Wahrheit ist relativ. Das Wahrhafte ist greifbar. Und wir brauchen gar nicht, was dazwischen ist. Wir sind im Hier und Jetzt. Und wenn wir dann zum Ursprung gehen, ja, vom Ursprung, dann ergibt sich das für jeden selbst schon, was da ist. Dann können wir auch den Neuanfang machen. Und da sehe ich, dass das alles gut wird, weil umso bewusster man ist und das sich erkennen kann, umso freier ist man auch in diesem Chaos, nenne ich das mal so knapp formuliert. Und wir können uns gegenseitig nur die Hände reichen und aufklären, dass wir, ne, und froh sein, dass wir diesen Raum hier geschaffen haben, um da Licht reinzubringen. Und ja, danke Vin für den Abend. Ich fand ihn sehr interessant und danke Klaus, dass Okitalk da ist. Danke dir, Jenne. Und der Marc Wahle möchte was reinbringen und der Hans auch noch. Und Marc, dein Mikrofon. Ja, und immer schön die Ruhe bewahren, auch wenn mal die hitzige Gemüt da ist. Das wollte ich mal anheimgeben. Überhaupt, das ist ein guter Ratgeber. Danke, danke. Ja, Runde geht bald zu Ende, sage ich einfach mal, wenn ich auf die Uhr schaue. Aber das heißt noch nicht, dass die Sendung zu Ende ist. Und den Armin habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ist er überhaupt noch da, der Armin? Ja, er ist da. Gehen wir nochmal Hans das Wort und dann gehen wir nochmal rüber zum Armin. Ja, kurz zu diesem wesensfremd und lebensfremd Geoengineering. Naja, das ist es ja gerade nicht. Wenn genug Leute aufwachen, wie gesagt, psychologische Gesetze ab 4 oder 5%, entsteht ein Schneeballeffekt, dann kann man dagegen etwas unternehmen, gegen irgendwelche Natur- oder gottgewollten Katastrophen. Sofern man die jetzt annimmt, ich tue es ja nicht, kann man nichts unternehmen. Und das Geoengineering, solltest du damit jetzt sagen wollen, das ist irgendwie Verschwörungstheorie, also das ist es definitiv nicht. Du musst dir zum Beispiel mal, ich nenne jetzt auch solche Namen, weil dann die Betreffenden oder Interessierten auch selber recherchieren können. Dr. Marvin Herndon, der hat große wissenschaftliche Arbeiten geschrieben zu den Bestandteilen der Chemtrails. Der hat sogar geschafft, dass die in renommierten Journalen erscheinen, weil der so renommiert ist. Ja, das ist vor allem Kohlenflugasche, die da verwandt wird. Da hast du nicht nur Alu, da hast du alles Mögliche. Also mehr als genug, was auch als Kondensationskeime dienen kann. Du kannst dir 20 Interviews und Vorträge von ihm anhören. Der belegt das alles im Detail. Oder an Dr. Russell Blaylock, selber ein preisgekrönter Arzt. Die sind ja alle, sage ich jetzt mal so, pensioniert, sonst könnten sie das gar nicht machen. Die würden ja sofort ihre Jobs verlieren. Und dieser Dr. Russell Blaylock, auch Dutzende von Vorträgen, der zeigt im Einzelnen, was diese ganzen Ausfälle der Chemtrails mit der Gesundheit der Menschen machen. Ja, mit dem Gehirn und. Harte Wissenschaft, detailliert belegt. Oder dieser Zusammenbruch der Biotope in den Meeren, was man jetzt hat. Wenn du dich auf den einschlägigen Seiten umschaust, gibt ja ein Massensterben an allen möglichen Fischen und. Kann man genau erklären, wie das zustande kommt. Ja, zu wenig Sonne durch diese Verdunkelung. Wir haben ja insgesamt heute auch 30% weniger Sonnenlicht, das zur Erde kommt, durch diese ständigen Schichten, die ausgebracht werden. Ja. Das Phytoplankton, die Algen können nicht genug Sauerstoff erzeugen. Die Fische brauchen den Sauerstoff, die nehmen den ja aus dem Wasser auf, über die Kiemen. Ja. Wenn sie nicht genug Sauerstoff haben, dann kommen Erstickungserscheinungen. Deswegen schwimmen die ans Land, weil sie ein schnelles Ende bevorzugen, dem langsamen Verenden in den Meeren. Wenn das Phytoplankton abstirbt, weil sie nicht mehr die Photosynthese betreiben können, dann brauchen die im Verfallsprozess auch nochmal massenhaft Sauerstoff. Das heißt, es ist noch weniger Sauerstoff im Wasser.
Ja, und alle Meeresbewohner brauchen den Sauerstoff, genauso wie die Landbewohner den Sauerstoff auch brauchen. Das ist kein Unterschied. Die nehmen nur aus dem Wasser auf. Ja, und dann hast du dieses Massensterben der Fische. Das ist nicht irgendeine mystische Erscheinung. Das hat ganz klare Folgen des Geoengineerings. Und wenn das den Menschen wirklich klar wird und das CO2 ein vollkommener Hoax ist, das ist das primäre Lebensgas. Ohne CO2 kein Wachstum der Pflanzen, der Algen, des Phytoplanktons, keinen Sauerstoff. Alles würde zusammenbrechen ohne CO2. Und wir haben zu wenig. Deswegen wird es in Treibhäusern künstlich zugeführt. Dann siehst du mal, wie die da wachsen. Ja? Mir ist meine Zuchtschale von so Sprossen runtergefallen mal. Und da war ein Loch drin. Das war vorher so ziemlich hermetisch abgeriegelt. Ist viel mehr Sauerstoff reingekommen. Ja, diese Sprossen, die sind dreimal so schnell gewachsen. Ich denke mir, ja. Jeder hat so sein Wissen. Wir haben es ja heute Abend verstanden. Und du berufst dich auf deines und Herr Hendrik sich auf seines. Und irgendwo hat wohl jeder recht, weil wir verstehen bis heute noch nicht die Erde. Ja, man muss einfach mal die Erde lernen zu verstehen. Wir wollen ins All gehen und kennen unseren eigenen Planeten nicht wirklich. Ja, was es alles noch sonst gibt. Und es gibt Menschen, die forschen und sind in ihrem Gebiet und kriegen ihre Bestätigung. Und auch andere Menschen bekommen ihre Bestätigung. Was ist denn jetzt wirklich die reine Wahrheit? Das, was wir sehen in der Welt, was hier sich verändert, das kann jeder so für sich wahrnehmen, wo auch die Propaganda mit genauso dazu gehört. Und ich, dem Werner Altnickel und auch der Roman hat es ja heute Abend eh schon gesagt. Es geht hier auch nicht um Recht haben oder Sonstiges. Es geht darum, heute ist der Hendrik da und er präsentiert sein Wissen. Und ja, Hendrik, dein Mikrofon, so würde ich doch sagen. Ja, der Hans, der hat jetzt wieder sehr schön gezeigt, was auch bei vielen passiert. Er hat jetzt einmal hier ganz schnell die Meere angesprochen. Wenn ich über unsere Ozeane reden würde, was da momentan abläuft, dann bräuchte ich eine eigene Sendung dafür. Ja, weil da passieren so viele Sachen, eine ganze Verschiebung der Mikrobiota. Wir kriegen durch die Polschmelzen kriegen wir sogenannte Pandora-Viren mit in unser Wasser rein, die das überleben und die sich jetzt kreuzen mit den bestehenden Mikroorganismen. Das Mikrobiom ist noch gar nicht verstanden. Wir haben überall Algenbildungen, die ganzen US-Küsten sind gesperrt worden, weil von Jahr zu Jahr immer mehr Blaualgen entstehen. Da haben Bakterien, Nitritveratmer in den Meeren, die den Stickstoff aus den Meeren rausholen und so weiter und so fort. Da gibt's eine riesige Palette an Ursachen und natürlich gibt's auch Aquatrails, die haben auch angefangen hier in den Meeren dieses Zeug zu versprühen, um die kälter zu halten, weil nämlich aus den Meeresböden Methanhydrat ausdringt, was sie 2016 das erste Mal überhaupt gesehen haben und sie wissen gar nicht, wie lange das schon passiert. Wir haben zum Weiteren, was das Fischsterben betrifft, unterseeische Vulkane. Ich denke nur an die Mayotte-Inseln. Da ist ein Vulkan entdeckt worden in 3 Kilometer Tiefe mit 3 Kilometer breiter Caldera. Der ist ausgebrochen, der hat seine Fumarolen, hat Schwefel ins Wasser gegeben. Natürlich ist das Wasser gekippt, ist sauer geworden, Sauerstoff ist raus. Es sind Millionen von Fische gestorben da unten. In Island sind unterirdische Vulkane aufgegangen, haben zum Sterben von 60 Walen geführt. Das kann man nicht einfach auf Geoengineering bringen. Hier gibt es viel mehr natürliche Zyklen, die zum Wirken anfangen. Und ich gebe natürlich vollkommen recht, der Zustand unserer Meere ist sehr bedenklich. Wir gehen wahrscheinlich, so wie es ausschaut, in ein anoxisches Ereignis damit rein, was dazu führt, dass der gesamte Sauerstoff aus den Meeren rausgeht, weil wir eine dermaßen mikrobielle Verschiebung in den Meeren haben, mit teilweise ganz neuen Bakterien, die es noch nie gegeben hat, wo wir auch gar nicht wissen, welche Wechselwirkungen das hat. Das ist einmal der eine Teil. Den anderen Teil, du willst hier etwas bei den Menschen hervorrufen. Du sagst aber nicht, was du hervorrufen willst. Was sollen die Menschen denn tun, um das Geoengineering abzuschalten? Die einzige wirklich vernünftige Lösung, um diese Verbrecher aus ihrem Geschehen rauszunehmen, ist Gewaltanwendung, weil alles andere, sie sitzen in der Legislative, sie beherrschen die Judikative, sie machen die Gesetze und beherrschen die Umsetzer der Gesetze. Da kannst du nicht mehr argumentieren und nichts mehr reden. Ja, da kannst du im Endeffekt nur
eine einzige Sache machen, nämlich die Herrschaften mit dem Baseballschläger aus ihren Labors rausscheuchen, dass die ihr Werk nicht mehr vollrichten können. Und meine Frage ist, bist du dazu bereit, sowas zu tun, wenn du Veränderung willst? Das ist aus meiner Sicht der einzige Weg. Einen anderen Weg sehe ich nicht mehr, dass man sowas verhindern kann. Ist schon viel zu weit fortgeschritten. Und was machen wir vor allem mit den Folgen, die jetzt schon entstanden sind? Ja, keiner weiß, was da für unsere Zukunft passiert, auch in Betracht auf unsere Kinder. Wir haben in ein System eingegriffen, was wir nicht verstehen, haben da Modifikationen gemacht und wir haben keine Ahnung, was da am Ende für uns rauskommt. Ja, aber es sind die natürlichen Dinge, um die wir uns jetzt Gedanken machen müssen, weil da können wir was tun und das andere, da können wir gar nichts tun. Also das sehe ich nicht so, weil da gibt es genug Beispiele. Wenn ein gewisser Prozess des Aufwachens stattfindet, der kann eine solche Dynamik entwickeln, dass dann auch, du hast ja auch genug Leute in diesen Entscheidungspositionen, die nicht alle nur, sage ich jetzt mal so, korrupt mitmachen. Und wenn die wissen, dass sie einen entsprechenden Rückhalt in einer aufwachenden Bevölkerung haben, dann werden die auch aktiv. Das sind nicht nur alles Marionetten. So ist das nicht. Deswegen kommt es ja auch zu Whistleblowern und sonst was alles, die sich aufgrund ihres Gewissens aus gewissen oppressiven Systemen verabschieden und dann sogar ihr Leben riskieren, um solche Wahrheiten an die Öffentlichkeit zu bringen. Da hast du genug Leute. Aber die Basis muss natürlich da sein. Und solange du Leute hast, die massenhaft einer Greta Thunberg nachlaufen, ja, also, oder diesen ganzen CO2-Hoax glauben, den du wirklich ohne großes Fachwissen aushebeln kannst, ja, dann sieht es schlecht aus. Und da sehe ich die Aufgabe, dass man einfach aufklärerisch entsprechend wirkt, sodass diese Dynamik zustande kommt bei immer mehr Leuten. Außerdem bin ich buddhistisch vorgeprägt und ich glaube auch daran, dass der innere Zustand eines Menschen eine Eigenwirkung auf bestimmte, sage ich jetzt mal so, energetische Felder hat, die alles irgendwo lenken und bestimmen. Und wenn da eine entsprechende Menge von Menschen auch eine entsprechende Stufe erreichen, dann hat das ganz machtvolle Auswirkungen auf diese Felder. Und das wiederum bewirkt auch, das hat Rückwirkungen auf das Ganze. Gut, ist jetzt ein kleiner mystischer Ausflug, aber es ist zumindest so eine Überzeugung, die ich definitiv habe. Ja. Und das kann man verhindern, weil das ist menschengemacht, das ganze Geoengineering. Wie gesagt, wenn man mit solchen Kapazitäten auch befasst, die ich ja jetzt ein bisschen genannt habe, hochinformativ, wenn du da mal tiefer einsteigst. Und natürlich dann zum Beispiel auch im gesundheitlichen Bereich, wenn du weißt, was das mit deiner Gesundheit macht, da kannst du dich natürlich auch um entsprechende Mittel kümmern, dich selber zumindest zu schützen. Dein Aktivitätslevel ist ja auch umso höher, umso geschützter du bist. Ne? Ich nehme MMS und mache meine fermentierten Drinks und meine Leberreinigung, die mich mal von einer zu großen Leber befreit hat, ne, 8 Monate durchgeführt. Also da muss halt jeder so seine Geschichten auch finden. Aber da hast du natürlich dann auch die Motivation, wenn du weißt, was mit deiner Gesundheit passiert, aufgrund der ganzen Chemtrails und so weiter. Danke, der Hans. Deinen Standpunkt haben wir heute auch gehört. Und ich sage immer, wir brauchen hier nicht recht haben, überhaupt nicht. Sondern jeder hat sein eigenes Wissen, seine Bücher, sein Leben. Und immer dieses auch Rechtfertigen, ne, das braucht man auch nicht. Versuchen wir doch einfach, es ist ein Thementalk, auf die Themen einfach zu fixieren. Was ist denn der Inhalt? Und wir haben heute den Hendrik da. Und Hendrik ist der Sendemacher, so sage ich mal. Und da finde ich, vertreten wir erstmal die Sendung des Sendemachers, weil er ist ja da, kontrovers diskutieren auf jeden Fall, aber nicht ausdiskutieren, wie, wo, wer Recht, Unrecht hat. Ne, so sehe ich das. Roman, bitte. Ja, auch noch ganz kurz. Der Hendrik hat ja das nicht geleugnet, dieses Geoengineering, was Hans ja aus oberster Bedenklichkeit erachtet. Nur der Hendrik denkt halt, das wo er auch seiner Meinung bin, dass wenn wir jetzt diese ganzen Geoengineering-Wahnsinn abschaffen würden, trotzdem noch kosmische Phänomene auch da Einwirkungen haben, die wir Menschen nicht im Griff haben. Und dass das schlussendlich dann trotz alledem dazu führen wird. Zwar, wenn wir Chemtrails abschaffen würden, wird vielleicht der Katastrophe nicht so extrem gewaltig sein, aber ein kosmischer Kataklysmus ist genauso verheerend dann, dass halt wirklich viele Menschen sterben werden. Das ist halt einfach Fakt.
Danke dir. Und ich glaube, der Armin, der war ja vorhin da. Armin, dein Mikrofon, wenn du jetzt da bist und nicht zu lange gewartet hast. Ja, ich bin noch da und höre dem Ganzen interessiert zu und so die unterschiedlichen Meinungen. Und mir ist dann gekommen, dass ja die Dieter Bröerste hat da berichtet von einem massiven Erdbeben, was die Seismographen aufgezeichnet haben, das aber gar nicht stattgefunden hat, also hier in unserer physischen Welt. Und dann sind sie dahinter gestiegen, dass das wohl ein energetisches Ereignis war auf einer anderen Zeitlinie. Es sagt uns ja keiner, dass diese dem Hendrik seine Welt, die er so schön darstellt, oder ja, seine Welt, dass das so stattfinden muss. Also wir wissen viel zu wenig, wie das ganze Universum funktioniert. Also vieles sind Annahmen, manches sind auch nur Gefühle. Mit absoluter Sicherheit kann es keiner wirklich sagen, sondern es geht nur nach dem Gespür. Und ich denke, ich habe eine andere Realität. Und ich danke jedenfalls dem Hendrik für seine Darlegung der Dinge. Es ist immer wieder interessant, wenn so viel Daten, Fakten dann da rauskommen. Das ist halt ein bisschen anderes, so wie ich es da Informationen suche. Ich gehe jetzt nicht so direkt auf die hundertprozentigen Daten ein. Mir reicht da ein ungefährer Überblick. So punktgenau brauche ich das gar nicht wissen, um das schon umreißen zu können, um was es dann da geht. Dennoch ist es immer wieder interessant, wenn man es so punktgenau präsentiert bekommt. Das bestätigt dann einfach letztendlich die Erkenntnis, die man selber hat oder widerlegt es halt dementsprechend. Und ich finde es jedenfalls interessant. Ein bisschen traurig finde ich, dass es in deiner Welt eigentlich nur die Möglichkeit gibt, sich einzugraben irgendwie oder halt in absolut entlegenen Gegenden zu Hause, die vielleicht verschont werden von dem Ganzen. Das finde ich ein bisschen traurig. Aber mag es sein, wie es ist. Keiner weiß genau, was kommt. Und jedenfalls trotzdem wünsche ich allen, egal wie ihr denkt oder wie ihr denkt, kommt gut durch die Zeit. Nämlich, dass eine Veränderung stattfindet, das ist offensichtlich und nicht von der Hand zu weisen. Und ich sage danke dem Hendrik, dass er heute hier mehr oder weniger auch diese Dinge diskutiert hat. Danke dir, Armin. Und ja, noch den Marc Wale und dann kommen wir in die Abschlussrunde, so würde ich sagen. Und wir überziehen ein wenig und dann darfst du Hendrik noch ein Lied aussuchen von den Zweien auf jeden Fall, die wir noch haben. Und Marc, ganz kurz, auch für dich. Ja, also ich finde, es kommt wahrscheinlich so oder so. Wie gesagt, wir werden das schon bestehen. 2018 wurde einig von vielen Bevölkerungsgruppen wieder anerkannt, einig als Wort. Und es legt sich von der geistigen Welt erst jetzt langsam nieder. 2018 war ein großes Hinher vorbei. Das habe ich erlebt und gesehen. Was ich sagen wollte noch, soll ich ein kleines Ständchen spielen mit meinem Barisax-Klavier hier? Ja, danke dir, Marc. Und jetzt Hendrik. Hendrik, du hast so ein paar Worte hier gehört. Und wie geht's dir damit? Ja, das ist vollkommen korrekt, was gesagt worden ist. Jeder formuliert ja hier seine Wahrheit, genau wie ich das auch tue. Jeder hat das gleiche Recht. Ich möchte allerdings schon sagen, ich habe mich jetzt hier wirklich nur auf die Kernfakten bezogen. Diese Plasmawolke, die Sonne, die Wirkung auf die Erde. Das war jetzt für mich einmal wichtig. Ich bin kein Leugner von Geoengineering. Ich war da selber lange, lange Zeit sehr aktiv und war einer der Ersten, die, wie gesagt, 2004 schon angefangen haben mit den Chemtrails und die schon weit vor 2000 angefangen haben beim HAAB. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass es eingesetzt wird. Aber ich habe eben für mich erkannt, da kann ich nichts dran tun, wenn ich die Natur beobachte. Da kann ich sehr wohl was tun, weil ich ein Teil der Natur bin und nicht von diesen denaturierten Eingriffen, die da gemacht werden. Von denen habe ich mich einfach distanziert und habe mir das einfach angeschaut, was da passiert. Was die größeren Geschichten passiert, ich habe natürlich bei meinen Sonnenbeobachtungen auch, ich beobachte jeden Tag über eine viertelhalbe Stunde die Sonne, schau mal ganz genau an, weil man findet momentan sehr, sehr große Objekte, die quasi täglich auftauchen vor der Sonne, die mehrfache Erdgröße haben. Aber ich sage mir immer eins,
dieses Thema, was ich im Endeffekt mit dem Klimawandel habe und was ich den Menschen rüberbringen will, dass es ein Erdwandel ist, das ist an sich schon so komplex, dass wenn ich da die Menschen einfach mit zu viel Informationen, was so in den ganzen Nebenfeldern noch passiert und vielleicht auch noch dieses Geoengineering mit reinbringen, sie eigentlich aus dieser Klarheit der Sicht rausbringen, die für mich jetzt viel wichtiger ist, die zu vermitteln. Denn wenn ich die klare Sicht habe, kann ich Geoengineering zulassen, kann ich auch alles andere zulassen, an was ich bereit bin zu glauben. Ich möchte hier auch noch einmal ganz klar sagen, es handelt sich bei all den Dingen, die um das Klima passieren, um Desinformationskampagnen. Wir haben 2000 haben wir den Discovered-Kongress gehabt, der abgehalten worden ist am US-Kongress, wo also über 300 Insider aus Politik, aus Wissenschaft, aus Geheimdienstkreisen ausgesagt haben, dass die Regierungen und die Machthaber ich möchte jetzt einmal so formulieren, auf übermenschliche Technologien gefunden haben bei ihren Ausgrabungen und dass sie diese Technologien einsetzen, um eine Parallelgesellschaft aufzubauen. Und wir sind letztendlich, so wie man es auch in dem Film 2012 wunderschön gezeigt hat, man hat die dummen Menschen laufen lassen, hat ihnen das Kapital rausgezogen, dass sich ein paar Großkopferte in Sicherheit bringen und erst, bis es zu spät war, hat das den Menschen dann gesagt. Ich sage mir, ich möchte den Menschen jetzt mitteilen, damit sie jetzt die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, mache ich diesen ganzen Wahnsinn, der uns nur in den Untergang bringt, noch weiter mit, oder nehme ich mich da raus und verwende die Zeit jetzt für mich, etwas Sinnvolles zu machen, über die Zeit zu kommen. Und da muss nicht unbedingt ein Kataklysmus passieren. Es ist sinnvoll, sich dezentralisieren, in kleinen Gruppen zu treffen, wieder Eigenverantwortung machen und sich in der Eigenversorgung wieder zu treffen und da miteinander zusammenzuarbeiten, ob ein Kataklysmus kommt oder nicht. Das ist aus meiner Sicht der einzige Weg, wie wir kollektiv aus diesen alten Machtstrukturen rauskommen und diesen Machtstrukturen auch keine Möglichkeit mehr geben, ihre Unmenschlichkeiten weiterzuführen. Das wollte ich jetzt noch einmal so ein bisschen als abschließenden Satz sagen, um das einfach noch einmal darzustellen. Danke dir, Hendrik. Ich denke mir, wir kommen zum Ende. Nochmal ein paar Abschlussworte von jedem, würde ich sagen, kurze Abschlussworte. Und der Nachtdoktor freut sich dann ja auch. Und ja, mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut. Es ist sehr, sehr, sehr viel geflossen. Gehen wir von oben nach unten, würde ich sagen. Und dann der Franz Reutinger. Wie hat dir der Abend gefallen? Und ja, dein Mikrofon. Ja, der Abend hat mir sehr gut gefallen. Also danke, Hendrik, für deine gewaltigen Eindrücke von der Basis her. Und ja, die gesamten Zusammenhänge sind einfach geschichtet vom Sonnensystem beginnend über die Sonne, was Hauptfaktoren sind, bis über die Chemtrails, bis über unsere Situation. Und was ich also nicht vergesse oder wo ich stark drinnen bin, ist einfach das Informationsthema des Bewusstseins. Wenn sich 10 Leute im wohlwollenden Geiste konzentrieren auf ein Kriegsgebiet, nimmt einfach die Kriegshandlung ab. Wenn Mönche in Hiroshima seinerzeit in ihrer Mitte sind und vom Bewusstsein her, von der großen Energiequelle sich ausrichten, dann bleibt der Tempel stehen, obwohl Hiroshima vernichtet wurde mit Atombomben. Tschernobyl sind alte Menschen unterwegs, Wölfe unterwegs, sind kontaminiert mit Radioaktivität und leben ihr Leben weiter, weil sie einfach in einem anderen Bewusstseinszustand sind. Ich beschäftige mich mit Radionik, wenn aufgrund von Chemtrails oder der Umweltgifte Bäume Blätter hängen lassen, und ich konzentriere mich auf die ausgleichende Information. Die Bäume fangen wieder an, Blätter zu erzeugen und Früchte zu wachsen. Das heißt also, die Bewusstseinsstärke, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und diese bedingungslose Akzeptanz von Mensch zu Mensch mit seiner Unterschiedlichkeit
in Gruppen zu lernen, hat ein gewaltiges informatorisches Gegengewicht zu den ganzen negativen Einflüsse, die wir hier auf Erden im Jetzt erleben. Ich danke dir, Hendrik. Alles Gute. Danke dir, Franz. Und Armin, kurze Worte. Ja, ich fand die Sendung sehr, sehr interessant. Vielen Dank für deine Ausführungen. Und ich bin da dem Frank, da gehen wir absolut konform. Das Bewusstsein ist so ausschlaggebend hier in dieser Welt. Und oftmals wird die Betrachtungsweise in dem Rahmen vergessen, leider. Und also ich mache weiter auf meinem Weg im Bewusstsein, dass ich noch besser werde. Besser gesagt, mich noch mehr öffnen kann und noch mehr mitbekomme. Und natürlich zum Wohle aller. Und ich denke, dass wir da schon was reißen werden, auf jeden Fall. Beispielsweise da in Tschernobyl, da gibt es ja auch die Geschichte von, wo sie diesen komischen Sarkophag da letztendlich da irgendwie gebaut haben oder irgendwas neu gebaut haben da dran. Und da sind dann, haben sie ja mehrere Leute reingeschickt, die einen mit sticken Schutzanzügen und mit allen möglichen Varianten, und die sind alle gestorben. Die einzigen, die überlebt haben, das waren die mit schamanischer Ausbildung, weil die einen anderen Bewusstseinsstand hatten. Nur mal so viel zum Bewusstsein. Also ich wünsche uns allen alles das Beste. Danke dir, Hans. Ja, Hans sage ich, Armin, Entschuldigung. Hans, dein Mikrofon. Ja, ich habe mich kurz, ich habe genug gesagt. Danke für die interessante Sendung und auch das gute Gespräch. Ich halte, wie gesagt, Kontroversen für produktiv, und das war alles völlig im Rahmen, finde ich. Und ganz kurz noch, also ich habe immer über Wetter gesprochen. Mir ist völlig klar, dass Aussagen über das Klima erst ab der Beobachtung von Trends über 20 bis 30 Jahren möglich sind. Also hier geht es nur um Wetterextreme, Wetterchaos. Aber wenn das natürlich jedes Jahr stattfindet über einen langen Zeitraum, naja, dann hat es natürlich irgendwann dann auch einen Einfluss aufs Klima. Ja? Und mit Hab kann man sehr, sehr viel machen, bis hin zu Erdbeben. Das nur so am Rande. Aber besten Dank für die Sendung und bis bald mal wieder. Danke dir auch, Hans. Ja, und Jenne. Ja. Ja, ich kann es gerade gar nicht mehr richtig in Worte fassen. Ich bin sehr bewältigt, das, was Hendrik da so aufzeigt. Und da brauchen wir noch mehr Sendungen drüber, dass wir da auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Und das nicht alles so, ja, man versucht das in, also feinstofflich auch aufzuzeigen, aber man gerät immer wieder von den Ebenen ab und kommt in, ja, schweift dann in andere Dimensionen ab, und es geht gar nicht mehr um Aufzeigungen und Trennung. Es, ne, geht nicht darum, zusammenzukommen, ne, das alles zu verstehen. Ich sage immer, die abenteuerlichste Reise, die man anfangen kann, ist zu sich selbst, und das Schönste, was man entdecken kann, ist sich selber. Und ja. Ich freue mich auf die nächste Sendung und sage Dankeschön. Super, danke dir, Jenne. Und Roman Reuter, der Krypto-TV. Ja, das Beispiel, mit, dass das so eine tolle Sendung war, habe ich also mit meinem Zettelbeispiel ja euch erklärt. Und jetzt gerade sehe ich schon wieder so viele Sachen, wo sie noch nicht durchgestrichen hat, was ich eigentlich noch erwähnen möchte. Ich sortiere schon die ganze Zeit eigentlich nur noch aus, was ich gerade noch rausholen kann, weil wir keinen Monolog machen. Aber so möchte ich vielleicht nur eins noch rausholen, das mit dem aktiven Mitmachen, wo du angesprochen hast bei Facebook, wie die das schon ein bisschen ärgert, dass es mehr Sessel- oder Sofa-Aktivisten geworden sind und aktiv dann immer viel läuft. Fällt mir auch so viel auf. Es ist schon schwierig, wenn man 100 Aktivisten hat, die was bei einer Veranstaltung, die öffentlich bekannt geben wird, erscheinen. Man dann eine Veranstaltung macht, die nicht öffentlich bekannt geben wird. Kripper von den 100, die da bei der öffentlichen dabei sind, haben wir Glück gehabt, 4% zusammen, die mitmachen, ja. Und bei Facebook ist es ja noch viel schlimmer. Da kriegt man vielleicht 0,3% zusammen, ja. Und so würde ich echt hoffen, dass, nein,
es wächst schon auch die Anzahl der Aktivisten, aber es werden auch immer mehr Sofa-Aktivisten. Das ärgert mich total. Und ja, du hast was geteasert, du kannst stundenlang auch über die Meere sprechen. Ach, das wird mich fließend interessieren. Also es ist ein interessantes, spannendes und vor allem wichtiges Thema. Vielleicht machen wir, oder könntest du uns vielleicht auch mal da deine interessanten Recherchen offenbaren. Und somit haben wir uns, ja wirklich, wir haben viele Punkte gefunden, wo wir uns gemeinsame Nenner gefunden haben, haben uns aber auch konstruktiv gerieben und so soll es sein. Danke, Klaus, für die tolle Sendung und auch die tolle Moderation, was du gemacht hast. Hendrik, danke für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Und auch alle anderen, die mitgesprochen haben. Ihr habt auch so viel tolles Wissen geteilt. Vielen Dank. Danke dir, Roman. Und jetzt gehen wir rüber zum Marc und dann nochmal zum Hendrik. Marc, dein Mikrofon. Ja, wer die Wahrheit sprechen will, der soll sie in Märchen kleiden, sagte einst Gebrüder Grimm. Voltaire sagt, wenn du die Wahrheit sagen kannst, möge ich dafür sterben, auch wenn sie nicht die Wahrheit ist. Ich habe hier versucht, ein Märchen zu bilden in 5, 6 Zeilen. Soll ich es euch zur Verfügung stellen? Danke dir. Und dann gehen wir. Ja, Marc? Ja, ich wollte die 5, 6 Zeilen eigentlich vorlesen. Ja, wenn der Hendrik sagt, das ist noch okay, weil das Band ist schon ziemlich lang. Okay, ja klar, lass mal nochmal einen Endsatz formulieren, oder? So ein Märchen, das diese Situation beschreibt, würde so beginnen. Es war einmal ein Erdenrund, der beschloss in der Zeit einen Kreis. Bis zu diesem Kreis der Zeiten wurden Kinder geboren. Danach war er fertig erstellt. Man zögerte das Ende des Kreises so lange hinaus, bis jeder und jede, der konnte, ein Kind sein eigen wagen wollte. Erst als der Staub und der Feinstaub hier und der Staubsauger die Einführung gab, die Menschenfreunde nach und sagten, ab hier vermehren wir nicht mehr. Der Zeitkreis schloss wieder erdenrund und sagt, ab den 60ern mehr als 7 Milliarden ist vielleicht nicht so gesund. So hat die Menschheit in dieser Zeit, 2018, ihren Peak, ab dem geht es vielleicht, wie es geht halt. Denn jeder, der da wandeln mag, ist willkommen in Reinkarnationsrat. So. Danke dir, Marc. Ja, Hendrik, du hörst deine Leute hier im Studio. Und mich hat es gefreut. Ich habe was mitgenommen, vieles wieder mal. Und muss mich an allen bedanken, die einen Danke haben wollen. Hendrik, wie hast du den Abend für dich gefunden? Also ich war sehr dankbar. Die Wahrheit, die ich für mich lebe, die wird nicht sehr gerne moderiert oder auch unter die Menschen gebracht. Insofern fühlt sich das für mich heute sehr gut an, auch an einem größeren Auditorium, meine Gedanken mal mitzuteilen. Und ich hoffe, dass sie bei den Menschen ankommt, dass sie nicht nur Angst hinterlassen, sondern dass sie den Menschen vielleicht auch zeigen, der Mensch ist nicht nur das Fleisch, was sich durch diese Welt bewegt. Der Mensch ist Geist. Und der Geist, der wird auch, ganz egal, was hier passiert und was die Regierungen und was weiß ich alles machen, er wird auch weiter existieren. Und denke mir auch hier die Höherschwingung, die auf uns zukommt, das sind im Endeffekt auch eine neue Reaktionsebene auf der Erde, der wir uns jetzt anpassen können. Und dafür sollte man sich jetzt wirklich Zeit nehmen. Das ist so mein eigentlicher Tenor, den ich rausbringen möchte. Jetzt ist die Zeit, dass unsere Neurophysiologie wächst, unsere Neuroplastizität vernetzt sich neu. Wir bekommen eine neue Wahrnehmung für die Dinge. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns zu evolutionieren, indem wir uns aus den alten Dingen freimachen. Denn so ist es auch in der Hermetik. Das Alte muss erst komplett weg sein. Und das ist nun einmal ein schwieriger und manchmal auch ein schmerzhafter Prozess, bis das Neue aus dem Tod des Alten erwachsen kann. Und das möchte ich heute noch einmal ganz gern mit auf den Weg geben. Und ich denke, da sind wir uns alle einig in diesem Thema, dass wir in ein neues Bewusstsein kommen wollen, in ein wahrhaftiges Bewusstsein, was auf den Grundlagen der Wahrheit fußt. Denn die Wahrheit ist ein Gut, das uns am allermeisten abgeht, was wir fast nirgendwo mehr finden. Und deswegen ist es auch eine Aufforderung an uns alle selber, für dieses Gut Selbstverantwortung zu übernehmen und selbst ins Handeln zu kommen.
Insofern bedanke ich mich auch. War eine wunderbare Sendung. Ich habe sehr genossen und auch an die vielen Zuhörer, die so tatkräftig dabei geblieben sind und durchgehalten haben. Ich hoffe, dass ich damit ein bisschen was bei den Menschen bewirken konnte und würde mich sehr freuen. Und würde mich vor allem auch freuen, wenn wir in der nächsten Sendung mal auf die Lösungen gehen können. All die sind schon da und jeden Tag, wo wir sie verschludern, wachsen unsere Probleme her, anstatt dass sie weniger werden. Diesen Dank auch vielen Dank an die ganze Runde und natürlich auch an dich, Klaus. Hast du wunderschön gemacht, habe mich sehr gut gefühlt und ja, vollkommen frei in meiner Argumentation. Ist einfach ein Zeichen von vollkommener Synchronizität und dass auch wenn das Feld nicht immer die gleichen Energien hat, die Energien trotzdem wunderbar miteinander harmonieren. Danke dir, danke dir. Hendrik, wenn Menschen dich kontaktieren wollen, wie kann man dich kontaktieren? Mal die Frage, hast du noch ein paar Daten, die du vielleicht nach außen tragen möchtest? Also ich habe eine E-Mail, da kann man mit mir kommunizieren oder eben auch auf meiner Webseite auf der holisticart.eu. Und die E-Mail ist info@holisticart.eu. Wer da Fragen hat, Anfragen hat, der kann mir gerne jederzeit eine E-Mail schreiben. Super, dann würde ich sagen, hast du jetzt noch zwei Lieder zur Auswahl. Welchen sollen wir denn nehmen? Links haben wir ja du, Alles kann besser werden oder der Thomas D. Vergiftet im Schlaf. Also ich denke, wir sollten den Tag positiv abschließen und den Xavier Naidu ranlassen, ja, weil der spiegelt jetzt letztendlich ein positives Ergebnis. Alles wird besser.